Ja, guten Tag am Nachmittag zu Dialog im Museum Nummer 10, mal wieder nicht im DRM. Vielleicht ändert sich das ja in absehbarer Zeit. Und wir sind digital verbunden mit unseren Rednern, die teils an ihren Instituten in Darmstadt, in Zürich oder in Berlin sitzen und den Kollegen vom Hochschule Rhein-Main, die in ihren Büros sitzen, in Rüsselsheim. Es geht um ein Thema, was uns alle demnächst beschäftigen wird, wo wir nicht drum herum kommen. Ein Thema der Gesichtserkennung, was überall eingeführt wird. Die Lufthansa hat vor kurzem informiert, dass sie das nun auch machen werden. Und die Flughäfen in aller Welt werden ausgerüstet, dass der Fluggast es so schön bequem hat, indem er einfach so eincheckt mit seinem Gesicht. Und so wird es einem ja seit einiger Zeit schon im ostasiatischen Raum nähergebracht, dass man mit seinem Gesicht bezahlt, wenn man die praktischen Apps hat, die China anbietet und die in Südostasien überall verbreitet sind, nämlich das Zahlen mit dem Gesicht, das Identifizieren mit dem Gesicht an der Tür. Man braucht eigentlich gar nichts mehr. Das Gesicht hat man dabei und damit wird man identifiziert und darf überall bezahlen und braucht keine Karte mehr rauszücken, keinen Geldbeutel holen und so weiter. Also es wird damit die Einfachheiten des Lebens, die Vorgänge werden vereinfacht und das ist die eine Seite der Digitalisierung. Die andere Seite, über die werden wir nicht so viel informiert, dafür hören wir aber gleich von unseren Rednern mehr dazu. Das ist natürlich die Frage, die jetzt auch schon in der Strafverfolgung in England zum Beispiel schon voll dabei, in China seit langem. Also zu wissen, wenn ich jemanden suche, dass ich über ein komplettes, sagen wir mal, digital vernetztes Videosystem in den Städten herausfinden kann, wer da gerade wo herumläuft und durch die Gesichtserkennung dann die Person auch wirklich identifizieren kann. Das heißt, meine Straftäter zu suchen. In anderen Ländern kann es auch sein, die Frage, wer nimmt an der Demonstration eigentlich teil? Wo war der Mensch vorher? Also der Bewegungsablauf, der Weg des Menschen in seiner Stadt anhand von gesichtserkennenden Software-Systemen an den Videokameras, anhand seiner Zahlungsgeschichte, anhand seiner Telefongeschichte und des Bewegungsprofils lässt sich allerlei Rückschlüsse ziehen und diese Techniken sind nicht aufhaltbar. Deswegen möchten wir in dieser Reihe über die Segnungen und die Gefahren der Digitalisierung, in dem Fall der Smart City, der Smart Bewegung, der Smart Mobilität, der Smart Techniken informieren, aufklären und uns alle kundiger machen, damit wir wissen, was um uns herum passiert, damit wir wissen, welche Potenziale, welche Gefahren eigentlich vor uns lauern und wie wir in Zukunft damit umgehen werden, wenn alle diese Systeme Stück für Stück eingeführt werden und wir damit konfrontiert werden und sie benutzen werden. Es gibt Bekannte von mir in Hongkong, die sagen, sie wissen, was dahinter sich verbirgt, aber es sei ungemein einfach so mit seinem Handy, mit seinem Gesicht zu zahlen. Und soweit sind wir hier noch nicht, aber es wird kommen. Und wie wir es von anderen Techniken kennen, wissen wir alle, dass Google Maps mit unseren Bewegungsdaten allerlei Dinge macht. Aber wie praktisch ist Google Maps, wenn man mit Namen angemeldet ist und seine Suche von gestern und vorgestern und letzte Woche noch einmal rekapitulieren kann. Wenn man anonym es benutzt, bleibt ja nichts hängen. Es gibt ja dann keine Geschichte. Und so ähnlich wird es beim Bezahlen sein und so ähnlich wird es auch beim Bewegen sein. Und wenn immer Dinge passieren, wie zum Beispiel Attentate, dann heißt es, wieso gibt es eigentlich nicht mehr Kontrolle, wieso weiß man nicht, dass diese und jene Menschen sich bewegen. Also es hat alles zwei Seiten, das Positive, das Negative. Wir wollen nicht verfolgt werden. Einerseits, auf der anderen Seite fordern wir die Aufklärung
rasch abbrechen und denken, wieso ist das nicht möglich, wieso hat keiner gemerkt, dass diese und jene Person sich dort bewegt. Also mit dieser Ambivalenz werden wir leben und unsere Wissenschaftler heute werden uns tiefer in diese Ambivalenz hineinführen. Und ob wir uns nachher wohler fühlen mit den Techniken, ist eine andere Sache. Auf jeden Fall werden wir mehr wissen. Wir werden uns kundiger fühlen. Wir werden besser beobachten können, was draußen passiert. Und wir werden uns natürlich damit auseinandersetzen, wenn das neueste iPhone nicht mehr mit dem Fingerabdruck funktioniert, sondern mit dem Gesicht. Dann erleben wir es ja bereits. Und all das ist nahe Zukunft. Und deswegen freue ich mich jetzt an Sandra Speer, meine Partnerin in der Hochschule Rhein-Main, weiterzugeben, die uns zu unseren drei Gästen ausführlich einführen wird. Bitte sehr, Frau Speer. Herzlichen Dank, Herr Schnall, für die einleitenden Worte. Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Dialog am Museum Nummer 10. Diese Veranstaltung hat auch durchaus Bezug schon zu vorherigen Veranstaltungen. Wir hatten in einer Kai Sprit-Drittmatter zu Gast, der dieses Buch, was durchaus auch Aufsehen erregt hat, die Neuerfindung der Diktatur mit Bezug zum Scoring-System in China zu Gast schon gehabt in unserer Serie. Und wie Sie vorhin auch erwähnten, die Veranstaltung zu Datenschutz und Quarantäne, das war unsere letzte, die Nummer 9. Also auch für Sie als Teilnehmende, wenn da noch Interesse besteht, Sie finden das alles bei uns im YouTube-Kanal und werden das auch im Chat die Links posten. Nun aber zu unserem jetzigen Thema, die Gesichtserkennung. Also das Gesicht wird oft auch als Seele, als Fenster zur Seele bezeichnet. Und es kann nicht mehr geändert werden, wie Passwörter ausgetauscht werden können. Also insofern haben biometrische Daten aus der Gesichtserkennung einfach ein anderes Kaliber. Damit wollen wir uns hier heute beschäftigen und möchte ganz herzlich unsere tollen Gäste begrüßen. Und zwar zunächst den Herrn Kirchbuchner. Herr Kirchbuchner leitet die Abteilung Smart Living und Biometric Technology am Fraunhofer Institut für grafische Datenverarbeitung, IGD, in Darmstadt. Das Fraunhofer IGD forscht im Bereich Biometrie bereits seit 1996, also schon viele Jahre, hat ein Prüflabor zur Evaluierung von biometrischen Systemen. Herr Kirchbuchner studierte Informatik mit dem Anwendungsfach Psychologie an der TU Darmstadt, war vorher Principal Investigator im Center for Research in Security and Privacy. Er hat eine sehr lange, beeindruckende Publikationsliste im Kontext der Anwendungsfelder von Gesichtserkennung. Und da habe ich dann auch so etwas gelesen, wie die Aspekte zum Tragen der Maske und biometrische Erkennung, also hochaktuell auch genau zu dem Thema Gesichtserkennung und unsere Tage hier und heute mit Masken unterwegs, werden wir bestimmt nachher einiges zu hören. Wir sind gespannt auf Ihren Vortrag und ja, freuen sich, dass Sie sich Zeit genommen haben und insbesondere zu den technischen Möglichkeiten Einblicke hier zu geben heute. Als Zweiten möchte ich Herrn Dr. Ricky Wichum vorstellen. Er ist promovierter Soziologe. Er hat in vielen Projekten zur Sicherheitstechnik gearbeitet und geforscht. Er war Postdoc in der DFG-Kollegforschergruppe Medienkulturen der Computersimulation, ist seit April 2017 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Technikgeschichte ETH Zürich, also willkommen aus der Schweiz, und hat sich lange beschäftigt mit seinem Schwerpunktthema Digital Societies. Sein Promotionsthema war Biometrie zur Soziologie der Identifikation. Wir sind gespannt. Herzlichen Dank für Ihren Input gleich. Und als Drittes möchte ich ganz herzlich Frau Dr. Andrea Knaut begrüßen und vorstellen.
Auch sie kennt verschiedene Perspektiven zu diesem Thema. Sie ist von Hause aus Diplom-Informatikerin, hat zu Fehlerbehandlung und Visualisierung sowie zu Dysfunktionalitäten biometrischer Überwachungstechnologien promoviert. Sie war wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Informatikdidaktik, also kann auch das übersetzen, sodass auch andere Menschen es verstehen, worum es geht. Und ist es gewohnt, in transdisziplinären Kontexten zu arbeiten, wie in der Arbeitsgruppe Informatik und Gesellschaft an der Humboldt-Universität. Sie ist Sprecherin der Fachgruppe Internet und Gesellschaft bei der Gesellschaft für Informatik und Mitglied im Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Herzlich willkommen. Wir hören jetzt drei Input-Vorträge in der Reihenfolge, so wie ich die Referenten auch kurz vorgestellt habe. Nach jedem Vortrag gibt es die Gelegenheit, kurz ein, zwei Fragen, Verständnisfragen zu stellen, wenn es welche geben sollte. Ansonsten fahren wir fort und werden dann die Diskussion auf dem Podium und im zweiten Schritt über den Chat, zu dem wir alle herzlich eingeladen sind, auch jetzt während der Vorträge schon reinzuschreiben, Fragen zu adressieren, dann danach eröffnen. Dann würde ich gerne Herrn Kirchbuchner bitten zu starten. Vielen Dank, Frau Speer. Also es freut mich sehr, hier heute mit Ihnen diskutieren zu dürfen. Ich möchte Ihnen eigentlich initial so ein bisschen über die Biometrie erzählen. Was ist überhaupt Biometrie? Biometrie ist ja immer gleich die böse Überwachung. Aber grundsätzlich, wenn wir anfangen, ist eigentlich die Biometrie erstmal die Wissenschaft über die Vermessung des Lebens. Also wie kann ich oder welche Informationen kann ich aus der Vermessung des Körpers gewinnen? Da gibt es verschiedene Ansätze. Wir haben einmal verschiedene Forschungsbereiche, einmal die medizinische Biometrie, also die biometrische Statistik. Hier geht es dann wirklich um die Vermessung des Körpers in Gesundheitsfragen. Hier kommt dann das Thema Anthropometrie mit ins Spiel, die Ergonomie, der Arbeitsschutz. Aber auch eine Gensequenzierung oder Ähnliches befindet sich dann in diesem Teil der Biometrie. Die Biometrie, die wir heute diskutieren, das ist auch mein Forschungsfeld, das ist die Biometrie im Sinne der biometrischen Erkennungsverfahren. Hier gibt es dann viele Unterpunkte und viele Anwendungsmöglichkeiten. Und die häufigsten Anwendungsmöglichkeiten sind eigentlich die Verifikation und die Identifikation. Das ist das, was wir in unserem täglichen Gebrauch der Anwendung der Biometrie erleben. Die Biometrie hat schon eine lange Geschichte. Also wir setzen Biometrie nicht als ganz neu in den letzten Jahren ein. Man hat schon in der Frühzeit in Babylon schon mit dem Fingerabdruck unterschrieben. Es gibt Belege, dass in Ägypten auch die Sklaven anhand ihrer Größe sortiert wurden, um die Bezahlung vorzunehmen. Auch das ist schon eine Anwendung der Biometrie im Sicherheitsbereich. Ende des letzten Jahrhunderts oder vorletzten Jahrhunderts muss man jetzt schon sagen, wurde dann die Biometrie aber auch verstärkt eingesetzt zur Identifizierung. Alphonse Berthiaud hat hier angefangen, den Körper zu vermessen, hat hier Körpermaße identifiziert, die genutzt werden können, um Personen zu identifizieren. Und später wurde dann auch der Fingerabdruck als eines der ersten Möglichkeiten, als eine der ersten Möglichkeiten, um Täter zu identifizieren, genutzt. 1903 hat man hier die Daktyloskopie in Deutschland eingeführt. Ein paar Jahre zuvor wurde aber auch schon im Louvre der erste Diebstahl der berühmten lächelnden Mona Lisa durch einen Fingerabdruck bewiesen. Also man nutzt es schon eine ganze Weile mittlerweile. Und jetzt kommen wir natürlich in den letzten Jahren durch den Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung in neue Dimensionen, in der wir diese Biometrie stärker und intensiver und auch ausführlicher nutzen können. In der Biometrie, was wird hier eigentlich genutzt? Wir nutzen hier, wie schon gesagt, Eigenschaften des menschlichen Körpers. Ganz klassisch die Gesichtserkennung, über die wir heute ja noch ausführlicher
diskutieren. Aber es gibt auch andere Modalitäten, die wir hier nutzen können, neben dem Gesicht. Ist beispielsweise ein Wärmebild. Der Fingerabdruck ist ziemlich einzigartig. Die Handgeometrie wird auch genutzt. Und auch ein sehr gutes oder relativ stark eingesetztes Verfahren ist die Handvenenerkennung. Das wird gerne im Sicherheitsbereich eingesetzt. Von Ihrem Smartphone kennen Sie vielleicht auch noch eine Iris-Erkennung. Man kann hier aber auch dann noch die Retina oder die Unterschrift, aber nicht nur das Schriftbild selbst der erzeugten Unterschrift, sondern den Schreibevorgang der Unterschrift, auch Ihre Stimme oder auch Ihre DNS zur Identifizierung nutzen. Diese Merkmale sind alle einzigartig, mehr oder weniger einzigartig. Natürlich gibt es hier auch Überschneidungen und Abweichungen, aber damit kann man Personen relativ eindeutig identifizieren. Es gibt noch ein weiteres Anwendungsfeld und das ist die Soft Biometrics, also die weiche Biometrie. Hier geht es jetzt nicht um die harten Merkmale zur Identifizierung, aber ich kann anhand von verschiedenen Merkmalen meiner Körperform, meiner Haarlänge, meines Verhaltens, beispielsweise wie ich am Computer irgendwelche Texte tippe, wie ich spreche oder auch anhand von meinen Kleidung und Accessoires eine Person in eine bestimmte Schublade stecken. Also hier kommt ein bisschen das Schubladendenken zum Vorschein, aber ich kann das nutzen, um vielleicht für eine Werbung zu identifizieren, ob jetzt hier ein Mann oder eine Frau vor mir stehen und entsprechende Werbung einblenden. Ich kann aber auch das Ganze nutzen für die Interaktion im Mensch-Maschinen-Bereich. Also nicht nur negativ, sondern auch positiv. Ich kann Emotionen erkennen, ich kann Stimmungen erkennen bei einem depressiven Patienten und entsprechend im Smart-Living-Bereich beispielsweise das Licht oder die ganze Haussteuerung orchestrieren, sodass wir hier auch positive Effekte erzielen können. Biometrische Verfahren auf einer der vorhergehenden Folie hatten wir schon gesehen, man muss immer so ein bisschen unterscheiden in der Anwendung, die wir haben, in der sicherheitspolitischen Anwendung, zwischen Identifikation und Verifikation. Das sind die beiden Anwendungsfelder, die wir haben. Die Identifikation ist immer so die Frage dahinter, wer bin ich oder wer bist du, wenn ich jemanden erkennen möchte. Hier erfolgt wirklich ein 1-zu-N-Abgleich mit einer Datenbank an vielen gespeicherten Bildern. Berliner Südkreuz hat man hier ja den Versuch gemacht, der bekannt ist, aber auch in vielen anderen Ländern wurde es schon evaluiert, dass man hier größere Menschen überwacht, um gezielt nach einzelnen Personen zu suchen. Anderer Anwendungsfall ist natürlich die klassische Forensik. Ich habe Tatortbilder, die ich auswerten möchte und nutze dann dieses Tatortbild und gleiche es mit einer Verbrecherdatenbank ab, um eine Person zu identifizieren. Zweite Anwendungsfall ist die Verifikation, also da wird geprüft, bin ich der ich vorgebe zu sein, also ein 1-zu-1-Abgleich. Die meisten von Ihnen, jeder von Ihnen wird schon mal am Flughafen so einem elektronischen E-Gate begegnet sein in der Passkontrolle. Hier geht es wirklich darum zu beweisen, dass man der Eigentümer dieses Passes ist und dazu erfolgt hier in diesen E-Gates ein elektronischer Abgleich des Gesichtes. Dieser Abgleich erfolgt in einer sehr kontrollierten Umgebung. Deswegen ist die Qualität der Kontrolle hier auch sehr gut und die Erkennungsleistung solcher Systeme ist besser als die Erkennungsleistung von Grenzbeamten, die natürlich nach einer gewissen Zeit müde werden oder auch versuchen, um schnellere Besucherströme durchzulassen, hier dann die Kontrolle etwas vernachlässigen. In der Gesichtserkennung haben wir hier zwei Verfahren, einmal so das klassische 2D-Verfahren. Ich habe ein Bild und eine Person dazu und ich vergleiche hier zwei Bilddaten. Also jeder kennt dieses biometrische Passbild, das gerne im Reisepass angebracht ist. Der Blick ist geradeaus, ein Lächeln wird vermieden, die Augen befinden sich in einem bestimmten Bereich. Das ermöglicht natürlich der Maschine, sehr schnell einen Gesichtsabgleich durchzuführen. Hier nimmt man klassisch geometrische Daten, Koordinaten im Gesicht, also so die Augenhöhlen oder die Wangenknochen, die Nase, die Mundpartien. Das sind gute Merkmale, die ein System hier automatisiert erkennt. Früher hat man diese Merkmale immer
einzeln ausgewählt, manuell teilweise noch markiert, das System entsprechend antrainiert. Durch die neueren Verfahren des maschinellen Lernens gibt man die Einzelpunkte gar nicht mehr vor, sondern das System sucht sich selbst die häufigen sichtbaren Merkmale, um hier das Gesicht zu erkennen. Etwas zuverlässiger ist dann noch das 3D-Verfahren. In einigen Smartphones ist es auch so verbaut. Hier erfolgt dann eine Punkt- oder eine Streifenprojektion, also eine aktive Anstrahlung des Gesichtes. Und somit kann ich besser den 3D-Raum des Gesichtes abtasten. Ist es Bild, ist Streifenbild oder ist es Punktmuster, wird durch das Gesicht verformt und ich kann hier wirklich einen dreidimensionalen Abdruck meines Gesichts haben. Die Topologie, also die Furchen, die ist alles hervorstehende und die Täler, kann ich gut erfassen und damit das Gesicht eindeutig, zuverlässig erkennen. Biometrische Systeme haben natürlich viele Potenziale. Also ich kann die biometrischen Systeme nutzen. Sie sind relativ sicher und zuverlässig. Ich kann meine biometrischen Merkmale nicht verlieren. Ich kann sie auch nicht weitergeben. Also es kann kein Dritter mit meinem Gesicht oder meinem Finger durch eine Tür gehen, sofern er es nicht vorher operativ entfernt hat. Aber die Systeme sind hier wirklich zuverlässig. Ich habe einen Token, der eigentlich ewig bis zum anderen Lebensende gültig ist. Die Systeme haben eine hohe Genauigkeit und ich habe auch eine gute Fälschungssicherheit. Natürlich kann ich auch diese Systeme umgehen und kann auch Fingerabdrücke und Ähnliches fälschen, aber der Aufwand im Vergleich mit einem einfachen PIN-Code oder Ähnliches ist sehr hoch, sodass wir eigentlich sagen können, wir haben eine gute Fälschungssicherheit. Aber es ist natürlich immer wichtig, dass die Daten, die in dem System gespeichert werden, geschützt werden. Meistens werden auch keine Bilddaten direkt in dem System gespeichert, sondern das System führt eine Berechnung durch, ein Template wird erstellt und dieses Template wird in dem System erspeichert, sodass ich auch in dem System wenig Daten über den eigentlichen Benutzer gespeichert habe. Ein hohes Potenzial ist natürlich die Verfügbarkeit und der Komfort. Ich habe meine biometrischen Merkmale immer mit dabei. Ich brauche kein Token, ich brauche keine Chipkarte. Ich kann es nicht vergessen. Also ich weiß, einen PIN kann ich mal vergessen, wenn man zu viele hat. Ein Passwort kann man vergessen, man kann aber auch den Token liegen lassen. Es kann dann nicht geklaut werden, ich kann es nicht verlieren. Biometrie ist auch in der Regel sehr schnell. Innerhalb von Millisekunden kann hier eine Authentifizierung erfolgen, sodass ich auch einen Komfortgewinn habe. Und es erfolgt nebenbei. Wenn ich mein Smartphone entsperre und mit dem Finger den Knopf drücke und es wird mein Fingerabdruck dabei ausgelesen, dann erfordert es nicht eine extra Aufgabe, sondern es ist in dem Fluss intuitiv mit involviert. Genauso die Lufthansa mit dem neuen Boarding-System. Ich gehe durch das Gate, ich gehe durch den Finger in meinen Flieger, ohne dass ich nochmal nach meiner Bordkarte graben muss, sie rausziehen muss, über einen Scanner halten muss. Es geht einfach in meinem täglichen Fluss meiner Aktivität. Das ist schön, dass es natürlich auch gewollt ist, auch verführerisch. Bedeutet aber auch auf der anderen Seite, dass wir hier diese Systeme entsprechend sicher machen müssen. Und in der Entwicklung haben wir hier natürlich einige Anforderungen und Herausforderungen, die sich dadurch ausstellen. Der menschliche Token und der menschliche Körper als Token ist natürlich langlebig. Natürlich nutzt es sich auch ab. Also wir haben hier Alterung, die unsere biometrischen Merkmale beeinflusst. Zunehmend auch immer mehr kosmetische Prozeduren, die durchgeführt werden. Die Verjüngungsindustrie ist ein großer Markt, immer mehr zunimmt. Auch das kann biometrische Systeme in der Gesichtserkennung natürlich beeinflussen. Aber auch Verletzungen, gerade beim Bereich, wenn wir von Fingerabdrücken oder Ähnlichem sprechen, können hier diesen Schlüssel unbrauchbar machen. Und somit ist auch eine Anforderung an diese Systeme, dass wir hier immer eine Alternative bieten müssen. Es ist auch diskriminierend, wenn wir ein Fingerabdrucksystem haben und wir haben eine Person, die leider behindert ist und keine Hände oder Arme zur Verfügung hat, sodass wir auch keinen Fingerabdruck nehmen können. Das war ja das Problem, dass wir in den Ausweisen bisher genau festgelegt haben, welche Finger hier abgebildet werden sollten und so eine Person könnte dann keinen Ausweis erhalten.
In Indien haben wir das Problem, dass Personen ohne Finger keine Rente erhalten, weil der Fingerabdruck für die Rentenauszahlung genutzt wird. Also das sind wirklich Schwierigkeiten und sind gesellschaftliche Probleme. Und um hier keine Diskriminierung zu erzeugen, muss es auch immer Alternativen geben. Eine Herausforderung, die wir bei der Entwicklung dieser Systeme natürlich auch haben, ist die Umgehung dieser Systeme. Ich kann mit sogenannten Präsentationsattacken Systeme umgeben. Bei einer Bilderkennung, Gesichtserkennung, das Einfachste ist, ein Foto vor die Linse zu halten oder ein Video als Bewegtbild. Ich kann aber auch aufwendigere Masken und Attrappen nutzen, um die Systeme zu umgehen. Hier müssen jetzt natürlich die Systeme entsprechend sicher sein, um diese Technologien zu erkennen oder diese Angriffe zu erkennen. Und hier arbeiten wir gerade auch in der Forschung viel, damit wir hier diese Angriffe erkennen können. Das kann algorithmisch gelöst werden. Ich kann Hintergrundrauschen bei Bildern identifizieren. Ich kann den optischen Fluss analysieren. Ich kann aber auch Systeme koppeln, indem ich Infrarotsensor mit einer normalen Kamera kopple. Ich kann AHOT-Eigenschaften zusätzlich zum Kamerabild messen und dadurch die Systeme auch sicherer machen. Ein weiterer Angriff ist natürlich das Face Morphing und Deepfake. Das habe ich jetzt hier nochmal als Einzelthema rausgenommen, weil dazu gab es auch in den letzten Wochen erst einen Beschluss im Deutschen Bundestag. Das Face Morphing ist ein Problem, dass es aktuell noch möglich ist, gefälschte Bilder in den Personalausweis einzubringen. Teilweise erfolgt das in Absicht. Das Künstlerkollektiv Peng hat im letzten Jahr hier ein Bild einer Mitarbeiterin oder einer Angehörigen des Künstlerkollektivs mit einer EU-Abgeordneten gemorpht. Dieses Bild dann ausgedruckt, die sind damit zum Einwohnermeldeamt gegangen. Am Einwohnermeldeamt wurde dieses Bild auch anerkannt, es wurde eingescannt und dann in den Reisepass eingebracht. Somit könnten theoretisch beide Personen diesen Reisepass nutzen, um damit über die Grenze zu gehen. Von Frontex weiß ich, dass es auch genügend Fälle schon gab. Auch die deutschen Sicherheitsbehörden haben hier schon Fälle aufgegriffen, in denen diese Passbilder manipuliert waren. In Belgien gab es mal eine große Studie, wie viele Passbilder denn manipuliert sind. Und die Zahl lag im zweistelligen Prozentbereich. Meistens allerdings wurden hier nur Photoshop-Retuschen gemacht, um auf dem Bild hübscher zu sein. Aber es sind auch hier Fälle aufgetaucht durch die Bildanalyse. Haben hier wirklich Fälle gefunden, in denen wirklich tatsächlich gemorphte Bilder in den Ausweis noch eingebracht waren. Deswegen hat jetzt der Bundestag entschieden, dass zukünftig die Bilder nur noch digital im Einwohnermeldeamt abgelegt werden dürfen, entweder durch ein Serversystem, in dem die Bilder beim Fotografen verschlüsselt hinterlegt werden, oder in dem, dass die Bildaufnahme direkt im Amt gemacht wird. Eine weitere Herausforderung ist natürlich allgemein der Datenschutz. Biometrische Daten sind empfindliche Daten. Wir können also nicht einfach unsere biometrischen Merkmale austauschen. Trotz Schönheits-OP haben wir nicht schnell ein neues Gesicht zur Hand. Wir haben nun mal nur 10 Finger, 2 Augen und ein Gesicht. Darum ist es wichtig, dass die Daten in den Systemen geschützt werden. Wir können auch diese biometrischen Samples, wenn wir sie speichern, können natürlich auch noch weitere Informationen enthalten. Also ein biometrisches Bild, das gespeichert wird, oder auch wenn es nicht das Bild gespeichert wird, sondern nur als verschlüsseltes Template, kann teilweise Informationen über die Ethnie, über andere Merkmale, Gesundheitszustand und weiteres enthalten, obwohl wir das nicht wollen und das System uns ja eigentlich nur identifizieren soll. Also hier sind Informationen, die gilt es zu verhindern. Darum entwickeln wir hier auch Methoden, dass wirklich nur eine Identifizierung möglich ist, ohne zusätzliche Informationen über den Nutzer zu speichern. Das Cross-Matching ist auch ein Problem, das gerne angesprochen wird. Bei Cross-Matching kann ich hier durch das, dass mein Gesicht beispielsweise jetzt ein Schlüssel ist für meinen Computer, für mein Handy, für den Eingangsbereich, für weitere Anwendungsfälle, kann ich natürlich eine Profilbildung generieren. Ich kann das auch nutzen. Da möchte ich allerdings anmerken, ja, das ist machbar, aber das kann ich auch, wenn ich überall meine E-Mail-Adresse als Benutzername angeben muss, dann ist damit auch eine Profilbildung
möglich. Deswegen sehe ich das jetzt weniger als Herausforderung. Also es ist eine Herausforderung für die Gesichtserkennung, aber es ist kein Merkmal, das speziell nur auf die Biometrie beschränkt ist. Und wichtig ist auch, wir verteilen ständig unsere biometrischen Daten. Unsere Fotos, die im Internet stehen, in Facebook, Google und Co. sind wir auffindbar. Wenn man nach dem Namen googelt, wenn man das Glück hat, dass der Name mehrmals vergeben ist, wird man nicht so leicht gefunden. Mein Name ist leider einmalig und führt auch jeder Treffer zu mir. Aber wir hatten ja auch hier mit Clearview im letzten Jahr hier auch eine Firma, die tatsächlich die Datenbestände durchgesucht hat. Und damit war es auch möglich, einzelne Gesichter in den sozialen Netzwerken zu finden. Und das ist eine Anwendung oder eine Herausforderung, die uns auch immer öfter begegnen wird. Auch hier gibt es Maßnahmen, dass man die Bilder, die man hochlädt, digital manipuliert, sodass sie für das menschliche Auge noch als Gesicht erkennbar sind, aber im Hintergrund maschinell nicht mehr erlernbar sind. Also es sind wirklich große Herausforderungen, an denen wir vielfach forschen und arbeiten. Generell Biometrie ist nicht böse an und für sich. Man kann sie wirklich überall anwenden. Also ein Lächeln reicht oft und es ist komfortabel, mit biometrischen Merkmalen zu zahlen, mit biometrischen Merkmalen zu reisen. Aber sie hat auch ihre Schattenseiten. Entsprechend müssen wir hier sichern. Und auch die Maske wurde ja vorhin schon angesprochen, ist ein Problem in der Biometrie, das wir umgehen können, mit dem leider Nebeneffekt, dass dadurch die biometrischen Systeme weniger sicher sind, da ich im Endeffekt nur den Bereich auf einem kleineren, den Erkennungsbereich auf ein kleineres Merkmal, und zwar meinen Augenbereich, reduziere und dadurch nicht mehr das volle Gesicht zu haben. Aber Biometrie hat viele Anwendungen, bietet viele Chancen, hat aber auch viele Herausforderungen, denen wir begegnen müssen. Vielen Dank für die Einladung und die freundliche Vorstellung zu dieser Veranstaltung. Ich freue mich sehr, mit Ihnen, mit so hochkarätigen Experten über das Thema sprechen zu können und dem Thema auch wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu geben. Weil es gab eigentlich so in den zwei frühen 2010ern und in den 2000er Jahren vor allem eine große Welle der Beschäftigung mit biometrischen Technologie, vor allem im Zuge von 9/11 und dem War on Terror. War das ein großes Thema auch vom BMBF, von bestimmten Forschungsförderlinien, die sich an die Entwicklung von solchen Technologien beteiligt haben. Jetzt ist in den letzten Jahren das so ein bisschen verschwunden und scheinbar scheint es jetzt wieder ein bisschen aufzutauchen. In meinem Vortrag wird es nicht um die Risiken oder Vorteile, zumindest unmittelbar, der Gesichtserkennung in Europa oder in der Welt gehen. Ich kann auch keinen qualifizierten Kommentar dazu abgeben, wie angemessen die aktuelle datenschutzrechtliche Lage zur Gesichtserkennung ist, welche Regulationsoptionen wir haben. Ich denke, das werden wir dann auch noch hören. Und ich bin auch nicht so gut dazu in der Lage zu beurteilen, welche Diskriminierungsfaktoren in Algorithmen beispielsweise stecken. Sondern als Soziologe, und das möchte ich so ein bisschen versuchen deutlich zu machen, als Soziologe interessieren mich an einem Phänomen wie der Biometrie oder ich würde auch sagen heute der Normalisierung und der Verbreitung dieser Technologie, der aufgezwungenen, der freiwilligen Nutzung automatischer Gesichtserkennung. Also als Soziologe interessieren mich daran vor allem die gesellschaftlichen Bedingungen. Das heißt, meine Fragen an die Biometrie sind eigentlich, warum verwendet eine Gesellschaft wie die unsere eigentlich biometrische Systeme? Wir haben eben schon gehört, Biometrie hat eine sehr lange Geschichte. Ich würde sie bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts führen, wo, wie die von Herrn Kirchbuchner vorgestellte Bertillonage oder auch die Daktyloskopie erstmal systematisch begonnen haben, eigentlich Bevölkerungsgruppen zu identifizieren und sie zu kontrollieren. Also warum verwendet eine Gesellschaft eigentlich biometrische Systeme, ist eine Frage. Auch was ist das gesellschaftliche Versprechen von Biometrie und für welches Problem stellt sie überhaupt eine Lösung dar? Also mein Ausgangspunkt sind weniger technische Fragen und auch nicht juristische oder datenschutzrechtliche Diskussionen, auf die ich eher eingehen werde. Und auch ethisch-moralische Fragen, die auch wichtig sind, die stelle ich erst einmal ein bisschen hinten an. Ich möchte in meinem Input in den nächsten Minuten eher drei andere Fragen anreißen.
die ich gerade schon ein bisschen angedeutet habe, nämlich also erstens, für welche gesellschaftliche Problemlage bieten biometrische Identifikationsverfahren eigentlich eine Lösung? Deshalb zirkulieren in den sozialen Netzwerken eigentlich so viele Gesichtsbilder. Also ich werde ein bisschen weggehen von der Technik und fragen, wie kommen eigentlich die Gesichter dahin? Und das, der dritte Punkt, den nenne ich jetzt zweitens, ist, was sind die gesellschaftlichen Folgen des Einsatzes der biometrischen Gesichtserkennungstechnologie? Da möchte ich am Ende noch mal kurz darauf zu sprechen kommen. So ein ähnliches Bild haben wir eben schon gesehen bei Herrn Kirchbuchner. Also meine erste Frage, welches gesellschaftliche Problem lösen eigentlich biometrische Identifikationstechnologien? Und meine Antwort, eine kurze Antwort auf diese Frage lautet, dass die Biometrie für die moderne Massengesellschaft mit ihren hochmobilen Individuen, die sich eigentlich überall frei bewegen und mehr oder weniger problemlos nationalstaatliche und geografisch räumliche Grenzen passieren können, ein fundamentales Ordnungsproblem lösen. Denn insbesondere die politische Verwaltung moderner Massengesellschaften und des modernen Nationalstaats, insbesondere diese Verwaltungen sind für ihr Funktionieren ganz wesentlich darauf angewiesen, dass man weiß, wer jemand ist. Und ob man auch weiß, ob derjenige auch derjenige ist, der zu sein, er oder sie vorgibt. Das hatten wir auch gerade schon gehört. Also dieses Problem hat im 19. Jahrhundert, glaube ich, so seine Genealogie und betrifft eben primär und zunächst allen voran staatliche Verwaltungen, die wissen müssen, wer jemand ist, um ihre Ordnungsmacht aufrechtzuerhalten. Denn als Bürger eines Staates erhält man Rechte und Pflichten zugeschrieben. Es muss entschieden werden, wer man ist. Man bekommt Sozialleistungen zugewiesen oder vielleicht spricht dieser Staat auch Strafen aus. Also es ist ein elementares Wissen, was ein Staat und staatliche Verwaltung brauchen, wer jemand ist, um ihre Funktion ausführen zu können. Moderne Verwaltungen haben deshalb, und das ist dann auch nicht überraschend, unterschiedliche Identitätsbeweise und Identitätsverfahren erfunden. Von der Geburtsurkunde über den Pass bis hin zum Totenschein, wenn man so möchte. Und sie haben eben auch die bis heute umstrittenen biometrischen Identifikationsverfahren erfunden. Und das Besondere der biometrischen Identifikation, das klang jetzt auch im Vortrag eben schon ein bisschen an, das Besondere der biometrischen Identifikation besteht darin, dass ihre Feststellung, wer jemand ist, oder ob man auch wirklich derjenige ist, der zu sein, man vorgibt, eben einzig und allein über die Vermessung des Körpers verläuft. Also der Körper ist sozusagen der Referenzraum der Biometrie. Dieses statistische Verfahren der Vermessung einzelner Körperteile, auch das haben wir gehört, verwandelt wie den einzelnen Menschen, das Individuum über dessen Körper in eine eindeutige Adresse, möchte ich sagen. Eine Adresse, die vorrangig von staatlichen Administrationen verwaltet werden kann. Und Verwaltung bedeutet in diesem Punkt, dass bestimmte Daten, die über das Individuum schon vorhanden sind, mit einem ganz konkreten Körper verbunden werden können, der im Hier und Jetzt aufgetaucht ist. Aber dieser direkte Zugriff auf den Körper ist ein sehr problematischer und sensibler Punkt. Denn in unserem liberalen Rechtssystem ist einzig der Staat, die Staatsgewalt, die begründungspflichtig das Recht hat, direkt auf den Körper des Einzelnen zuzugreifen, um ihn festzustellen und womöglich auch festzusetzen. Das ist ein spezifisch staatliches Recht, dieser direkte Körperbezug. Und es ist eben genau dieser direkte oder indirekte Zugriff auf den Körper, der auch die Biometrie zu einer höchst ambivalenten Technologie macht. Also einerseits verspricht sie eben eine effiziente, technisch-statistische, objektive Identifikation, die sich allein an körperlichen Merkmalen orientiert, die als unveränderbar angenommen werden. Also die Effizienz ist immer ein großer Punkt, der angeführt wird, der für die Biometrie spricht. Andererseits aber stellen biometrische Verfahren eben auch eine Provokation dar, nämlich eine Provokation für jedwede Vorstellung einer freien, selbstbestimmten Individualität. Und ich denke, es sind insbesondere drei Provokationen, die die Biometrie auszeichnen und sie zu einem umstrittenen, wie begründungspflichtigen Identifikationsverfahren machen. Ich denke, erstens ist die Biometrie ein Verfahren der totalen Fremdidentifikation. Dass eben die Identität eines Menschen einzig und allein durch statistische Operationen der Vermessung des Körpers bestimmt. Der Körper ist für die Biometrie, wenn Sie so möchten, der Königsweg zur Wahrheit einer Identität. Und jede Selbstauskunft
vielleicht auch jeder eventuelle Widerspruch der identifizierten Person ändern nichts am Ergebnis dieses Verfahrens. Zweitens sind biometrische Verfahren in der Gegenwart automatisiert und mechanisiert. Nicht nur kann man heute aus der Ferne oder auf Bildern automatisiert identifiziert werden, die Verfahren selbst laufen zumeist im Verborgenen der technischen Apparate, ihrer Programme und in Datenbanken ab. Und oftmals damit eben jenseits der Wahrnehmung und der Eingriffsmöglichkeiten des Einzelnen. Und drittens, und damit komme ich auf meine Folie, wurden biometrische Identifikationsverfahren, eben die systematisch Individuen identifizieren sollten, ausgehend im 19. Jahrhundert in den Bereichen der Kriminalistik und der Kolonialverwaltung entwickelt und eingesetzt. Also hier sehen wir das Thema von Bertillon, das Gedächtnisbild und die Vornahme der Messung. Wichtig ist, dass diese Identifikationsverfahren waren allein auf bestimmte Bevölkerungsgruppen beschränkt. Es ging nicht um die Gesamtgesellschaft. Also im Falle von Bertillon ging es darum, mit diesem Identifikationsverfahren den Wiederholungstäter zu identifizieren, ihn zu erkennen, um ihn dann aus der Gesellschaft exkludieren zu können und in die Kolonien zu schicken. Das britische Dactyloskopie, das britische Fingerprinting, wurde auch eine längere Geschichte, aber auch systematisch wurde es eingesetzt, vor allem in der britischen Kolonialverwaltung des British Empire. Und hier sehen wir eine Zeichnung von Henry Folt. Der arbeitete für die Kolonialverwaltung des British Empire in Indien. Und es ging eigentlich darum, Sozialleistungen an kolonisierte Bevölkerung zu verteilen, die von den Kolonialherren oft als andersartige und mit bloßem Auge kaum zu unterscheidende Bevölkerungsgruppen betrachtet wurden. Und auch hier sozusagen ging es nur darum, eine bestimmte Gruppe zu identifizieren. Und es war eigentlich im 19. Jahrhundert, gab es auch unterschiedliche Projekte, das auf die Gesamtgesellschaft auszuweisen, vor allem in Versicherungsfragen. Diese Projekte sind allesamt gescheitert, weil sich das Bürgertum wollte sich nicht identifizieren lassen. Um das kurz zu machen. Das Entscheidende ist für heute, dass dieser gesellschaftspolitische Kontext oder der Herkunftskontext die heutigen biometrischen Verfahren der Fremdidentifikation eben mit dem Verdacht aufladen, eine Exklusions- und Überwachungstechnologie zu sein. Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt und wieder ein Stück näher in die Gegenwart. Und greife noch einmal meine These auf, dass der Einsatz von biometrischen Verfahren ein gesellschaftliches Ordnungsproblem löst, indem sie feststellen, wer jemand ist. Wir beobachten heute bekanntlich die Verbreitung von Gesichtserkennungstechnologien im öffentlichen Raum, aber vor allem auch in den sozialen Medien und im Internet und auf digitalen Geräten. Und hier wäre meine These, auf die ich mich konzentrieren möchte, dass die Entstehung einer digitalen Kommunikationssphäre durch miteinander vernetzte Computer, circa seit den 80er Jahren, dieses Problem der Individualitätsunterstellung, also dass man unbedingt wissen muss, wer jemand ist, und wenn man es nicht weiß, funktionieren bestimmte Verfahren nicht, dass dieses Problem stellt sich durch die digitale Kommunikationssphäre nochmals gesteigert und verschärft sich auch vielleicht dadurch. Und das betrifft jetzt weniger den Staat als vielmehr die individuelle Alltagskommunikation, in der sich jeder von uns eigentlich befindet. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt zu unterscheiden. Es gibt staatliche Entwicklungen und es gibt gewissermaßen privatwirtschaftliche Entwicklungen. Und man kann nicht, glaube ich, man würde einen Fehler machen, wenn man sozusagen einfach eine Nachahmung oder eine Ausdehnung von staatlichen Verfahren auf die Privatwirtschaft annimmt. Damit wir erfolgreich miteinander kommunizieren, also in unserer Alltagskommunikation, müssen wir unser Gegenüber einschätzen können. Wir müssen wissen, hört uns der andere überhaupt zu? Das ist eine Erfahrung, die wir alle gerade in dieser ganzen Online-Zeit machen. Hören uns die anderen zu? Verstehen sie uns? Mit welchen Vorwissen sind die Personen ausgestattet? Das heißt, wir brauchen so etwas wie Erwartungen an das Verhalten der anderen, damit wir mit ihnen in unserem Sinne kommunizieren können. Und mit uns bekannten Personen ist das natürlich einfacher, auch wenn natürlich hier schon die Kommunikation nicht immer so läuft, wie man sich das vielleicht wünschen würde oder vorstellt. Und ich würde also behaupten, dass die digitale Kommunikation dieses Problem der Erwartungssicherheit
nochmal besonders radikal stellt und deshalb die Frage, wer jemand ist, eben auch jenseits staatlicher Identifikationssysteme erneut an Relevanz gewinnt. Und vielleicht gerade mit der Verbreitung von sozialen Netzwerken. Denn gerade das Internet der 1980er und 1990er Jahre, das ist das Web 1.0, was wir hier so ein bisschen sehen, frühe Bulletin System Boards und frühe Chatprogramme. Also gerade das Internet der 80er und 90er Jahre hat diese Freiräume der digitalen Kommunikation oder die digitale Kommunikation bietet, auch als Befreiung von den Normen einer bürgerlichen Identität gedeutet und hat das Digitale selbst als eine Möglichkeit einer progressiven Individualität jenseits sozialer Geschlechter und Einkommensdifferenzen gefeiert. Also die digitale Kommunikation bedeutet eine größere Freiheit oder man könnte es auch umdrehen und sagen, eine größere Ungewissheit, mit wem man da kommuniziert und wer überhaupt an der Kommunikation beteiligt ist. Das ist im heutigen Internet, sind es vielleicht vor allem die Probleme des Identitätsdiebstahls, die uns immer wieder an diese Tatsache erinnern, dass wir die Identität und die Teilnehmer der Kommunikation nicht problemlos voraussetzen können, dass wir also nicht ohne weiteres wissen, wer jemand ist oder ob nicht vielleicht ein ganz anderer mit uns kommuniziert. Und wenn man sich nun erfolgreiche Plattformen wie, ich nenne jetzt einfach mal Facebook oder Instagram mit ihren Nutzerinnen und Nutzern im Millionenbereich und ihren hohen Aktivitätsgraden dieser User ansieht, dann sieht man, dass diese Plattformen das Individualitätsproblem vor allem über sogenannte Profile gelöst haben, über sogenannte digitale Profile. Also was ist ein digitales Profil? Ich würde sagen, in aller Abstraktheit, das Profil ermöglicht eigentlich die Personalisierung digitaler Kommunikation. Das Profil ist eine vorläufige und grundsätzlich unabgeschlossene Anordnung von unterschiedlichen digitalen wie realen Individualitätsmerkmalen. Das Profil organisiert, glaube ich, erstens die Informationsflüsse der Netzkommunikation. Das heißt, es führt die heterogenen im digitalen Kommunikationsraum teils automatisch, teils selbst produzierten Daten und Adressfragmente zusammen. Also bei Facebook muss man sich mit einer E-Mail anmelden. Es gibt, ich glaube, Apple versucht auch gerade auf diesem Identitätsmaß hochzukommen, dass man sich überall mit Apple oder mit Google anmeldet. Es gibt Cookie, Third-Party-Tracking und so weiter. Und das Profil ist sozusagen wie so ein Raum von bestimmten Betreibern. Es gibt unterschiedliche Betreiber, die zueinander in Konkurrenz stehen. Die versuchen, alle diese Adressen, die es um das Individuum gibt und was es macht in diesem Internet, zusammenzuführen. Und zweitens konvergieren im Profil, glaube ich, Selbst- und Fremdbeobachtung. Weil das ist das Interessante, als Profil beobachtet sich das Individuum im Hinblick auch auf seine eigene digitalen Repräsentation. Das heißt sozusagen, es ist nicht nur eine Fremdidentifikation, die hier vorliegt, sondern das Individuum gestaltet quasi im klaren Bewusstsein, mehr oder weniger, seine digitale Repräsentation mit und sieht gewissermaßen seine Öffentlichkeitswirkung in den sozialen Netzwerken. Das macht dieses Profil. Also es verbindet die Netzkommunikation, auch die unsichtbare Netzkommunikation miteinander, die Adressen und stellt dem Individuum einen Selbstbeobachtungsmodus bereit. Und dann, das heißt, es wird ein bisschen schwieriger. Man ist dann vielleicht nicht mehr nur eine Person, sondern man muss sich dann um sein reales Profil und um sein digitales Profil kümmern. Und ich würde jetzt argumentieren, und das habe ich versucht mit diesen Bildern nur so ein bisschen, die ich random eingesammelt habe, schnell bei der Google-Silbersuche, würde argumentieren, dass Gesichtsbilder, wie eben die massenhaft zirkulierenden Selfies, ein zentrales Element solcher digitalen Profile darstellen, weil sie nämlich dem digitalen Profil einen Körperbezug vermitteln. Jetzt müsste ich ein bisschen weiter aufholen, aber ich versuche das in einem Satz ein bisschen zusammenzufassen, dass in unserer Kultur ist es selbst für uns selbstverständlich, dass der Mensch so ist, wie er in seinem Körper erscheint. Der Körper, wenn man so will, verfügt über eine ikonische Qualität, dann nennen das Bildanthropologen, das heißt, das Sein eines Menschen konkurriert oder fällt zusammen mit der Erscheinung seines Körpers. So, man sieht den Menschen und dann weiß man, dass er es ist. Und Gesichtsbilder erlauben eben, wie es der Soziologe Georg Simmel einmal formuliert hat vor knapp 100 Jahren, dass der Mensch schon aus seinem Anblick und nicht erst aus seinem Handeln verstanden wird. Der Anblick des Gesichts ermöglicht bereits auf den ersten Blick und nochmal Simmel das unmittelbare Ergreifen seiner Individualität.
Das Gesicht also bezeugt die Individualität eines Körpers, es zeigt seinen Dauercharakter an und erzeugt den Eindruck einer kohärenten sozialen Existenz. Gesichtsbilder, also das wäre die Kurzzusammenfassung dessen, was ich gerade gesagt habe, bauen die Ungewissheit digitaler Kommunikation ab und machen das Zustandekommen von Kommunikation über Computer und Netzwerke wahrscheinlicher. Also bewusst den Term Digitalisierung vermieden. Das nur in Klammern dahinter. Also ich spreche von Kommunikation über Computer und Netzwerken. Und ich hoffe, ich habe noch Zeit. Abschließend möchte ich noch kurz auf soziologisch interessante Konsequenzen eigentlich eingehen, die vielleicht auch ein bisschen woanders liegen, als man vielleicht wieder vermuten würde. Also ein bisschen nochmal, was beobachtet man eigentlich, wenn man soziologisch sich mit dem Einsatz von biometrischen Technologien in sozialen Medien und auch Gesichtserkennung in sozialen Medien auseinandersetzt. Das Individuum, man sieht, dass das Individuum, das sich oft freiwillig und oftmals auch exzessiv in den sozialen Medien inszeniert, nämlich vor eine schwer auflösbare Situation gestellt wird. Einerseits nämlich wird es motiviert, seinem Begehren nach digitaler Selbstformung und Selbstentfaltung nachzugeben und diese weiter anzutreiben, also beständig neue Bilder, neue Informationen einzuspeisen und in den Bilderströmen auf der anderen Seite, in den Bilderströmen Angeboten und Informationen der anderen sich auch treiben zu lassen. Und das kennen wir jeder, dass das manchmal ein sedatives Gefühl in einem auslöst. Also das ist die eine Seite und andererseits wird die Nutzung der Möglichkeiten sozialer Medien inklusive der biometrischen Gesichtserkennungstechnologien, die hier oft zum Tagging von Fotos, zum Ordnen von Bildern oder auch zum Login eingesetzt werden, also die Möglichkeiten der Gesichtserkennung werden als Angriff auf die Autonomie und die Freiheit einer Person und insbesondere ihrer Privatsphäre gedeutet. Die automatisierte Erkennung von Gesichtern auf den Plattformen, die automatisierte Datenverarbeitung in ihren Rechenzentren bedrohen, so wird dann argumentiert, das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, dass sie lassen den digitalen Schatten anwachsen und stellen nur ein schwer abzuschätzendes Risiko dar, wenn man eigentlich nicht weiß, wer noch auf diese Daten zukünftig zugreifen wird. Und das Interessante ist eigentlich, dass dieser Widerspruch zwischen exzessiver Inszenierung einerseits und Autonomieverlust andererseits, der wird nicht aufgelöst, sondern es werden neue Verantwortlichkeiten für das Individuum erzeugt. Die Anrufung von Privacy und Datenschutz und vor allem erzeugt neue Verantwortlichkeiten. Dem Individuum wird ein reflektierter Umgang mit dieser widersprüchlichen Konstellation nahegelegt. Es soll den Widerspruch in individuelle Wahlentscheidungen verwandeln. Das heißt, es soll sich als soll seine eigenen Daten als eigene Währung begreifen, zum Beispiel. Er muss zum Manager seiner eigenen digitalen Profile werden. Es gibt überall Appelle an dieses Individuum, zum Beispiel auch vom Staat. Man soll vernünftig mit seinen Daten umgehen, man muss abschätzen, man soll unterscheiden zwischen realer und virtueller Identität. Also es kommen ganz viele neue Ansprüche, werden an das Individuum gestellt, was sich in der digitalen Kommunikation bewegt. Und entscheidend eben ist, dass dem Individuum diese Entscheidung nicht abgenommen wird, auch nicht vom Staat, und hat es vielmehr, glaube ich, mit einem Anwachsen von individuellen Unsicherheiten und Ungewissheiten, von zukünftiger Ungewiss und auch von Nichtwissen eigentlich über das richtige Verhalten und den richtigen Umgang mit Medien zu tun. Also Verfahren wie die Gesichtserkennung machen digitale Kommunikation in sozialen Medien einerseits wahrscheinlicher, aber sie führen an den Grenzen zwischen Realität und Virtualität auch zur Entstehung von neuen Ungewissheiten, die sich vielleicht, das wäre der letzte Satz, sich vielleicht auch als politische Ressourcen nutzbar machen lassen. Ja, soweit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf den nächsten Vortrag und die anschließende Diskussion. Herzlichen Dank. Das ist auch direkt schon die Überleitung. Ich sehe keine direkten Nachfragen und gebe das Wort an Frau Dr. Knaus. Na dann starte ich mal. Also dieses Titelbild habe ich von der in der ersten Novemberhälfte EU-weit gestarteten Kampagne gegen biometrische Massenüberwachung. Die heißt Reclaim Your Face und ist von der Bürgerrechtsorganisation European Digital Rights initiiert worden und wird von noch etlichen weiteren Bürgerrechtsinitiativen in verschiedenen EU-Ländern getragen.
ich fand sozusagen zuerst, als ich das gesehen habe, dass das relativ angestaubt anmutet, dieses Logo. Also solche Überwachungskameras, wie man sie da sieht, sind vielleicht jetzt ja in den 90er, Nullerjahren noch relativ gängig gewesen, aber eigentlich nicht mehr so üblich. Und daher dachte ich dann sofort daran, ja, ach, wieso fangt ihr mit so einer Symbolik an? Eigentlich sind doch die Smartphones in unseren Taschen, die Kameras in unseren Laptops und in unseren Tablets das Problem. Und ja, daher habe ich auch diesen Einstieg, also oder diese Überschrift für meinen Vortrag gewählt. Ja, ihr fordert ein EU-weites Verbot von Gesichtserkennung, aber habt alle ein Smartphone in der Tasche. Was macht das überhaupt für einen Sinn? Und was soll das eigentlich? Und ich möchte so ein bisschen zeigen, dass diese Forderung der Bürgerrechtsorganisation, die jetzt auch gerade im Kontext der letztjährigen Renaissance der Kämpfe gegen Biometrie, vor allen Dingen im angloamerikanischen Raum in den USA, so wieder auch hier einen Auftrieb gewonnen hat, dass es da eigentlich auch nicht um ein komplettes Biometrieverbot geht, sondern vor allen Dingen um eine Regulierung einer bestimmten Art von Biometrie. Der erste Redner, Herr Kirchbuchner, hat es gesagt vorhin, es gibt Verifikation und Identifikation und den Aktivistinnen und Aktivisten geht es vor allen Dingen um die Identifikationstechnologien. Die möchten gerne, dass man im öffentlichen Raum nicht eine beliebige Person aus vielen Tausenden heraus identifizieren kann. Und dass aber so eine Forderung nach einer Regulierung schnell nach hinten losgehen kann, zeigt im Grunde ein bisschen die Anfang des Jahres, diesen Jahres versuchte, also der Anfang diesen Jahres gestartete Versuch im Weißbuch zur künstlichen Intelligenz, ein europäisches Konzept für Exzellenz und Vertrauen, das die EU-Kommission herausgebracht hat, dass das auch eben ganz, also dass das völlig scheitern kann. Und zwar ist ein Entwurf, der ungewünscht veröffentlicht wurde, dieses Weißbuchs, so gewesen, dass dort noch von einem 3- bis 5-jährigen Verbot von Gesichtserkennung im öffentlichen Raum die Rede war und dass man dann gesagt hat, man will erstmal abwarten, bis eine solide Methodik zur Bewertung der Auswirkungen dieser Technologie gefunden wird und mögliche Risikomanagementmaßnahmen ermittelt und entwickelt werden können. Und dann haben sich alle schon gefreut und der real veröffentlichte Entwurf hat dann aber ein ganz anderes Ergebnis gehabt. Man hat sich sozusagen besonnen und hat gesagt, ja, eigentlich reichen die Datenschutzvorschriften, die wir haben, schon aus. Und grundsätzlich ist das schon verboten in der Datenschutzgrundverordnung, außer unter bestimmten Bedingungen. Und das ist dann das ganz entscheidende Problem, dass halt genau diese bestimmten Bedingungen dann doch manchmal sehr weitläufig sind. Und auch die jetzige Initiative Reclaim Your Face, also erobere dein Gesicht zurück, hebt auf die Datenschutzgrundverordnung ab und sagt im Grunde, das geltende Recht verbietet schon solche Personenidentifikation aus der Masse heraus, Personenidentifikation im öffentlichen Raum. Und wenn man sich dann genau die Datenschutzgrundverordnung anschaut, die tatsächlich auch ein sehr mächtiges Mittel da ist, gibt es auch dort bereits Ausnahmen, wie auch dieses Weißbuch zur künstlichen Intelligenz schon feststellt, die unter gewissen Umständen eine Speicherung und Verarbeitung der sehr sensiblen biometrischen Daten erlauben. Und dazu gehört eben, dass es im öffentlichen Interesse liegende Gründe geben darf, eine unbedingte Erforderlichkeit vorliegt und es nationales und EU-Recht das genehmigt, dass man biometrische Daten verarbeitet. Und außerdem kann es allerdings auch noch sein, dass es einfach für den ganz normalen
für das Leben in bestimmten Situationen, also vielleicht auch dieses Beispiel aus Indien, wenn ich sozusagen gezwungen bin, meine Rente mit einem Fingerabdruck zu beziehen und mich damit zu identifizieren, um bestimmte Sozialleistungen zu empfangen, auch dann darf im Prinzip dürfen die biometrische Daten verarbeitet werden. Und da geht es auch gar nicht mehr darum, dass eine Person direkt einwilligt, ob sie das möchte oder nicht, sondern dann erlaubt es auch die Datenschutzgrundverordnung. Allerdings betrifft das nicht sowas wie, wenn jetzt meine Arbeitgeberin entscheidet, meine Zeiterfassung läuft jetzt nur noch über Gesichtserkennung. Das ist sowas, wo die Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel greift. Dagegen ließ sie sich klagen. Da gab es auch in 2019 einen Fall, wo sich jemand dagegen gewehrt hat, dass seine Arbeitszeit per Gesichtserkennung erfasst wird. Und da war er auch erfolgreich. Da ist sozusagen manchmal die Regulation gar nicht so schlecht. Und darauf berufen sich, wie gesagt, auch die Bürgerrechtsgruppen. Sie sagen, das, was jetzt gemacht werden soll, sowohl die Tests am Südkreuz, aber auch andere geplante Tests, die schon laufen, andere geplante Tests und Tests, die schon laufen, für die Identifikation von Personen in Gruppen von unbekannten Menschen im Grunde, die sind eigentlich nicht rechtmäßig. Also die laufen der Datenschutzgrundverordnung zuwider, die laufen den Regeln für Justiz und Inneres für Strafverfolgungsbehörden zuwider, die passen nicht zur Europäischen Menschenrechtskonvention und verstoßen auch gegen die EU-Grundrechtecharta. Und das ist so ein bisschen, hebt das natürlich auch auf die Grund- und Freiheitsrechte, allgemeines Persönlichkeitsrecht, Recht auf freie Meinungsäußerung ab und zeigt aber auch so ein bisschen das Dilemma. Die Datenschutzgrundverordnung ist eine schöne Geschichte, aber sie wird tatsächlich teilweise einfach noch nicht wirklich hart benutzt. Also sozusagen das grundsätzliche Problem ist natürlich bei Regeln zur Eindämmung der problematischen Teile von Biometrie, wenn die auf Gesetzen beruhen, dass immer irgendwer erstmal klagen muss. Also es ist nicht so, dass die staatlichen Organe vorher überlegen, ob das jetzt alles grundrechtsmäßig in Ordnung geht, sondern da wird erstmal gemacht und dann muss jemand auf die Grundrechte sich berufen und eine Klage einreichen, was natürlich vielen Menschen einfach aus verschiedenen Gründen gar nicht möglich ist. Deswegen übernehmen das dann gerne mal Bürgerrechtsgruppen. Und denen ist der Atem offensichtlich bisher nicht ausgegangen. Also das hat mein Vorredner schon ganz gut gesagt. Das ist sozusagen bisher eigentlich schon seit 20, 30 Jahren. Es gibt einen Diskurs gegen Biometrie und zu schlechten Technikfolgen der Biometrie. Und trotzdem hat sich die Technik einfach verbreitet. Sie ist wahnsinnig billig geworden. Sie ist wahnsinnig klein geworden und schnell, sodass im Prinzip ich auch sagen würde, da ist sowieso nicht mehr viel zu machen. Das ist einfach in der Welt und das wird auch, verkauft sich gut und das läuft. Gleichzeitig geben eben, wie gesagt, die zivilgesellschaftlichen Gruppen nicht auf und machen das jetzt nochmal mit neuer Werf. Sie argumentieren als weiteres, dass sobald erstmal diese Technologien für eine Sache gestattet wurden, die sich ganz schleichend auf andere Zwecke ausdehnen. Und das ist natürlich tatsächlich ein wichtiges Argument, weil gerade in dem Falle, wo ich biometrische Daten in zentralen Datenbanken speichere, ist das eine super Versuchung. Ich habe das für die Fingerabdrucksbiometrie ganz gut gesehen, wie sozusagen am Anfang völlig klar war, zum Beispiel die Fingerabdrücke von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern in der Datenbank Eurodac, die sind nur für diesen Zweck gedacht und dann nach ein paar Jahren kam sofort die Idee, die war auch absehbar, dass die Strafverfolgungsbehörden auch Zugriff auf diese Datenbank erhalten. Und jetzt die ganzen Entwicklungen in Richtung einer europäischen Superdatenbank für biometrische Daten und andere Daten geht, ist genau das, was mit dieser schleichenden Funktionserweiterung immer als Gefahr gesehen wird. Und schließlich auch ein wichtiges Argument der zivilgesellschaftlichen Aktivistinnen und Aktivisten ist natürlich, dass oft nicht klar ist, wer trägt jetzt eigentlich die Verantwortung für die Fehler biometrischer Systeme,
für bestimmte Folgen. Also am Anfang wurde gesagt, die können unter Umständen diskriminieren. Wer trägt, wer haftet für sowas? Und das ist natürlich ganz schwierig. Die biometrische Systeme, Gesichtserkennungssysteme sind keine monolithischen Einheiten, sondern die bestehen aus sehr vielen Komponenten. Da gibt es Software-Updates, genauso wie wir uns die Software-Updates auf allen unseren Rechnern ständig nerven. So ist das auch bei Gesichtserkennungssoftware. Die bestehen aus einer Datenbank, die bestehen aus aus Sensortechnik, die bestehen aus den Algorithmen, die die eigentlichen Vergleiche machen. Und das sind manchmal von ganz unterschiedlichen Herstellern beigebrachte Komponenten, die auch sich in ihrer Leistungsfähigkeit verändern und wo sozusagen unklar ist, wer steht denn jetzt dafür gerade, wenn da mal irgendwas nicht läuft. Und auch die ganze Frage der Herstellerhaftung ist noch heiß umkämpft, gerade im Softwarebereich. Das ist sowas, wo natürlich sich gut anknüpfen lässt politisch und man immer wieder diese Frage stellen kann, wer kümmert sich da? Und es gibt noch viele weitere Argumente, die gegen Gesichtserkennung im öffentlichen Raum angeführt werden, die werde ich jetzt mal nicht vertiefen. Ich möchte eher noch mal ein bisschen darauf eingehen, wie ist es eigentlich mit diesen Forderungen nach Verboten oder nach Regulierung von Gesichtserkennung? Gibt es das weltweit? Eigentlich ist es eine weltweite Bewegung und tatsächlich gibt es eine interessante Studie, die noch relativ jung ist, von AI Now. Und die untersucht 8 verschiedene Staaten und deren Regulierungsansätze für Biometrie. Die ist editiert von Amber Keck und die hat in einem Interview mit dem Massachusetts Institute of Technology gesagt, dass tatsächlich die Datenschutzgrundverordnung der EU ziemlich viele Sanktionsmöglichkeiten für einen ungewünschten Einsatz von Biometrie bietet. Und dazu zählen dann solche Prinzipien wie, dass der Zweck klar sein muss, dass datensparsam vorgegangen werden muss, dass es eine Rechenschaftspflicht gibt von bearbeitenden Behörden, dass Personen, von denen was verarbeitet wird, einwilligen müssen in der Regel. Wir haben vorhin von den Ausnahmen gehört. Und wenn die überhaupt mal eingesetzt würden, all diese Regeln, dann wäre eine Massenüberwachung gar nicht nötig, sagt sie nach diesen Vergleichen der acht Ansätze in verschiedenen Ländern. Schlimme Beispiele sind aus ihrer Sicht Australien oder Indien, die zwar Datenschutzregularien haben, auch für biometrische Daten, allerdings so viele Schlupflücken und wo genau das passiert, dass die Regulierung eigentlich zu einer Legitimation führt. Und genau das ist übrigens auch sehr interessant, gerade in den USA. Die USA ist ja gerade ein spannendes Land dafür zu schauen, wie sozusagen in verschiedenen Städten und Bundesstaaten nach und nach reale Verbote vom Einsatz von Gesichtsbiometrie erlassen werden. Also ganz, ganz bekannt ist San Francisco geworden. Und dann Kalifornien. Zurzeit gibt es auch, also die haben das sozusagen ihren Behörden untersagt, Gesichtsbiometrie zu benutzen. Und kürzlich erst hat in Oregon, Maine und Portland, Maine und Portland, Oregon haben ebenfalls solche Moratorien erlassen und die kommen Anfang nächsten Jahres, treten die in Kraft und die verbieten sogar die Anwendung kommerzieller Gesichtsbiometrie für Überwachungszwecke. Also das ist immer diese 1-zu-N-Identifikation, die anfangs genannt wurde. Und auch große Konzerne haben im Rahmen der Black Lives Matter-Bewegung und der anschließenden Proteste haben das sozusagen fast für ihre Public Relations benutzt, zu sagen, wir liefern Strafverfolgungsbehörden nicht unsere Gesichtserkennungssysteme aus, sondern wir pausieren das jetzt mal eine Weile, wir schauen uns jetzt erstmal die Regularien an oder wir arbeiten sogar an Policy erlassen mit. Also Microsoft hat extra eine Abteilung eingerichtet, die Regularien selber verfasst und die da explizit Politikberatung betreiben soll, um bessere Regeln für den Einsatz von Biometrie zu finden. Das ist natürlich äußerst bedenklich.
das ist genau, das rutscht schon in diesen Bereich von Lobbyarbeit durch die Unternehmen und die schreiben dann direkt an den gesetzlichen Regularien mit, die ihre Technologien adäquat zum Einsatz bringen sollen. Und im Prinzip ist auch diese ganze Trennung zwischen öffentlicher und privater Biometrie eine schwierige Geschichte, da sozusagen alle Systeme, die eingesetzt werden, natürlich von Firmen mit kommerziellen Interessen in die Welt gebracht werden. Und das ist was, es ist immer eine Public-Private-Partnership. Ja, also da ist sozusagen allein die behördliche Regulierung schwierig. Und wenn man sich mal anguckt, so Veranstaltungen wie Innenministerkonferenz oder Ähnliches, da wird man immer ganz viele auch Vertreter von entsprechenden Firmen, Steria, Dermalog, wie sie sozusagen alle noch zur Zeit meiner Promotion hießen, die benennen sich auch öfter mal um, finden. Und die bieten da ihre Technik natürlich an innerhalb eines Sicherheitsdiskurses. Und das geht dann Hand in Hand. Es ist wirklich da auch schwierig, da so eine saubere Trennlinie zwischen Staat und Unternehmen zu ziehen. Insofern Regulierung als Legitimationsinstrument sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Genauso ist dieses wirklich Einsetzen herrschender Datenschutzgesetzgebung eine schwierige Angelegenheit, wie ich vorhin erläutert habe. Also die Datenschutzgrundverordnung, damit muss sozusagen die Bevölkerung überhaupt noch lernen, umzugehen. Das merkt man, die ist erst seit 2018 in Kraft. Die wenigsten nutzen dieses Instrument bisher adäquat, selbst eben öffentliche Institutionen noch nicht. Da merkt man aber auch die Lebendigkeit von Gesetzgebung. Ja, das sind ja auch politische Instrumente, die man nutzen kann als Bürgerin oder Bürger. Ja, also diese Verbote habe ich jetzt auch schon angeführt in verschiedenen Staaten und Städten der USA. Die haben jetzt auf jeden Fall zu einer Renaissance der Proteste geführt. Die sind aber häufig eben auf die Nutzung durch Strafverfolgungsbehörden oder durch Behörden beschränkt. Die dehnen sich nicht so sehr auf diese kommerzielle Nutzung jetzt von Gesichtserkennung in Geschäften oder für Privatüberwachung aus. Das ist jetzt nur bei diesen Portland, also die Sachen, die nächstes Jahr in Kraft treten, der Fall. Und schließlich, auch in dieser Studie, wird nochmal darauf verwiesen, okay, wenn wir jetzt alles schon verloren sind, weil die Regularien nicht greifen, schaut euch doch mal technische Lösungen an. Und da wird vor allen Dingen eines vom Internationalen Roten Kreuz, in der es um eine dezentrale Speicherung biometrischer Merkmale geht, empfohlen. Und das ist sicherlich immer wieder auch was Wichtiges, sich mit technischen Lösungen für bestimmte zu starke Übergriffe auseinanderzusetzen. Es gibt auch ganz einfache Lösungen. Eine der Organisationen, die an dieser Reclaim Your Face-Kampagne beteiligt ist, verkauft immer als Gadget solche Abkleber. Wahrscheinlich haben sie das alle, irgendwelche kleinen Kleber, die Kameras auf ihren Laptops abkleben oder eben zumindest eine ganz, ganz physisch die Möglichkeit dämmen, eine Kamera ein Bild aufnehmen zu lassen. Doch die kommerzielle Realität ist ohnehin schneller als der Staat. Da haben wir jetzt der Clearview AI-Skandal, den hat der erste Redner schon angeführt. Das ist einfach dieses Absammeln von allen, von Datenbanken bei Twitter oder von Bilddaten bei Twitter oder Facebook. Das haben die einfach gemacht, 3 Milliarden Bilder eingesammelt. Das wurde damals als Riesenskandal kolportiert, aber letztlich sage ich mal so, das wäre schon lange möglich. Google macht das mit der inversen Bildersuche auch schon seit Jahren. Da geht es nur jetzt nicht konkret um Gesichtserkennung, aber es ist jetzt nicht so verwunderlich, dass es irgendwie mal passiert. Und Clearview hat ja nach eigener Aussage Verträge mit dem FBI, mit 600 verschiedenen einzelnen Strafverfolgungsinstitutionen. Also diese Sache ist sozusagen vielleicht nur mal was, wo das klar geworden ist, dass alles, was wir da ins Netz packen, natürlich auch von Strafverfolgungsbehörden ausgewertet wird und kommerzielle Unternehmen damit ihr Geld verdienen. Und das ist halt auch ja im Prinzip so ähnlich ist, wie wenn jemand seine private Recherche bei Google macht, was man alles über eine Person rausbekommen kann. Das macht die Polizei auch schon seit Jahren, wenn sie nicht so unfähig dazu ist. Aber sie können ja mal nach Überwachung und Smartphone suchen bei der beliebten Suchmaschine und dann werden sie
massenweise Apps und Anleitungen finden, die private Spielsoftware und Gesichtserkennung dem Anwender, der Anwenderin anbietet, das ganze Problem des Stalkings und in Smart Homes und mit Smartphones ist damit tatsächlich auch berührt. Also es ist für uns auch tatsächlich auch im Privatbereich inzwischen gar nicht so ungewöhnlich, Überwachung privat zu betreiben. Und tatsächlich, was vielleicht noch als letztes spannend ist, ist, dass Biometrie natürlich auch zur Gegenüberwachung eingesetzt werden kann. Und da habe ich Ihnen hier mal diesen New York Times Artikel verlinkt, wo Sie sehen können, dass Aktivisten halt angefangen haben, Polizistinnen und Polizisten, die sich nicht mit Namens, in den USA müssen sich ja namentlich gekennzeichnet haben, über Gesichtserkennung wiederzuerkennen, wenn es Polizeiübergriffe gab. Da gibt es tatsächlich eine Software direkt dafür. Das muss man natürlich auch mit bedenken. Also was der Staat kann die befähigte Bürgerin auch inzwischen. Also insofern ist es ein Kampf gegen Windmühlen, ja, nein, vielleicht. Ich sag mal so, ich gehe mal nur auf das letzte Zitat auf dieser Folie ein. Die Politikwissenschaftlerin Kühnreich hat mir mal im Gespräch gesagt, dass gegen Überwachung durch Smartphones eigentlich nur der Hammer oder ein Aquarium hilft. Was ich eigentlich gut fand, es ist halt so, dieser Diskurs ist wichtig, deswegen würde ich sagen, massenhafte Gesichtserkennung ist zwar nicht mehr aufzuhalten, aber muss genau deswegen verboten werden. Danke. Herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Ja, Smartphone ins Aquarium, aber wie Sie ja auch sagen, wir können der Gesichtserkennung in vielen Bereichen auch dann nicht entgehen und werden zunehmend mit ihr konfrontiert. Deswegen möchte ich gerne mit Ihnen jetzt die Diskussion eröffnen, indem wir uns verschiedene Anwendungsbereiche anschauen. Und gerne mit der Bildung starten. Also wir als Hochschule Rhein-Main sind noch analog unterwegs, analog nicht im Online-Semester, wo die ganze Zeit digital unterrichtet wird, aber unsere Prüfungen finden noch tatsächlich vor Ort statt. Das ist aber im Ausland vielfach schon nicht mehr so und ich habe jetzt auch in Vorbereitung auf unsere Veranstaltung hier auch eine deutsche Universität gefunden, die hat ihre Prüfungsordnung entsprechend angepasst. Und die machen jetzt auch Fernprüfungen, haben das also ermöglicht und wo dann die Prüflinge per Gesichtserkennung identifiziert werden, während der Prüfung auch unregelmäßig nochmal Aufnahmen gemacht werden, damit nicht zufällig ein paar Minuten später jemand anders dort sitzt und die Prüfung abnimmt. Das vielleicht einfach nochmal zu der Welt der Universitäten von heute und wie sie ja mit eben ja, neue Situationen in der Corona-Pandemie jetzt auch konfrontiert sind. Wenn wir über Bildung reden, dann haben wir aber auch Schulen, wo es schon Tests gab, für Gesichtserkennungssoftware aus Sicherheitsgründen am Eingang einzusetzen. Und die schöne neue Welt geht auch hin bis zur möglichen Erkennung von Motivationsproblemen bei Schülern. Also wir haben ein breites Spektrum möglicher Anwendungen, die Sie bestimmt auch noch weiter ergänzen können mit Ihrem Wissen. Möchte jetzt einfach mal dieses Thema Bildung, Hochschule, Schulen bei uns in Deutschland kurz anschauen und ganz gerne mit Herrn Kirchbuchner starten, weil was würden Sie hier noch so ergänzen an möglichen Anwendungen im Bildungsbereich? Gut, die Anwendungen sind vielfältig. Sie hatten es ja schon angesprochen, diese Überwachung bei der Prüfung. Es ist gut, dass es technisch möglich ist. Traurig allerdings, dass es technisch oder dass es überhaupt notwendig ist. Wie weit sind wir gekommen? Ich denke, dass wir hier in der Bildung die Biometrie nicht nur, Sie hatten ja gesprochen, die Motivation der Schüler oder Studenten mitnutzen können, sondern auch erkennen können, wenn jemand zum Beispiel Verständnisprobleme hat. Wir können das damit einsetzen. Wir können hier erkennen, ob eine Person Hilfe braucht, Unterstützung braucht.
auch im Lehrsektor. Und momentan, wir möchten uns hier in der Diskussion, müssen wir uns melden, in der Hoffnung, dass man auffällt. Das kann man auch digitalisieren, also und automatisieren. Es sind viele, viele Möglichkeiten hier auch gegeben. Es klingt leider immer so ein bisschen dystopisch und traurig. Ein Auto ist eine gute Erfindung, wenn man sich fortbewegt. Allerdings gibt es leider auch immer diese Schattenseiten. Ich habe vorhin, kam gerade die Meldung rein, in Trier ist wieder ein Autofahrer in einer Fußgängergruppe gefahren. Und so kann auch natürlich die Biometrie oder die Technik hier missbraucht werden und hin zu einer Überwachung geführt werden. Und das ist eigentlich das große Problem in der Biometrie, dass wir hier wirklich Notwendigkeit haben oder auch das Missbrauchpotenzial haben. Ja, Sie sprachen gerade an, die Probleme auch beim Verständnis erkennen zu können. Also die Realität bei vielen Online-Veranstaltungen ist ja, dass die Kameras ausgeschaltet sind. Also da braucht man gar nicht an Gesichtserkennung zu denken. Also viele Professoren reden in so eine Blackbox hinein, weil also eben allein schon aus Gründen der Privatheit, das ist zumindest ein Argument, was ich von Studierenden immer wieder höre, sie gerne die Kamera ausgeschaltet lassen. Und das ist eine Perspektive, eine Anwendungsmöglichkeit. Kennen Sie da auch Anwendungsfälle bereits im deutschen Raum? Im Bildungssektor muss ich ganz ehrlich passen. Diese Anwendungsfälle haben wir, also für den Fortbildungs- und Schulungsbereich sind wir denen noch nicht begegnet. Mhm. Das ist dann eher, wenn dann wirklich für den medizinischen Bereich, ja, da ist es dann unterstützend. Auf den kommen wir gleich zu sprechen. Ich würde gerne mal an Herrn Dr. Wichum weiterleiten, weil er hatte ja, wir haben einen Fokus ja auf dem Staat gehabt. Der Staat muss wissen, mit wem er es zu tun hat. Der Staat ist auch derjenige, der bei uns ja im Schulwesen hauptsächlich aktiv ist und könnte sich jetzt dieser Unterstützungsleistung ja auch bedienen. Wäre das ein Punkt des staatlichen Handelns, so wie Sie das aus Ihrer Perspektive betrachtet haben? Ja, also eben. Möglich ist immer vieles. Man sieht dann, wenn so eine Situation wie jetzt in der Pandemie ist, dann geht doch nicht immer alles so schnell, wie man es sich gedacht hätte. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Aber die andere Frage ist auch, ob man, selbst wenn man sich vorstellen könnte, es gäbe Regeln, die den allen zustimmen, zum Beispiel in einem Schuleingang biometrische Gesichtserkennung einzusetzen. Und selbst wenn alle Schüler und das Lehrpersonal und andere Verantwortliche dem zustimmen, dass es gehen würde, dass wir Leute identifizieren, weil sie in der Schule sind, weil das scheinbar wichtig ist, dass man in der Schule ist für eine Gesellschaft, wäre es dann trotzdem für uns vertretbar. Also es geht immer sehr schnell in diese Dystopie oder es geht sehr schnell in das technisch Machbare hinein, aber man muss sich ja auch fragen, warum? Und sozusagen diese Möglichkeit, was ja auch passiert eigentlich, diese Biometrie heute datenschutzrechtlich konform zu gestalten, was ja auch bei Fraunhofer versucht wird, was in Gesichtserkennungssystemen an Flughäfen und so weiter versucht wird, und wo diese Datenschutzgrundverordnung auch nochmal neue Impulse reingebracht hat. Das im Prinzip ist das ja der Weg, der gegangen wird. Nur die Frage ist auch, ob man das möchte und was man sich eigentlich davon verspricht. Ja, okay. Also sicher für immer die Frage, für was wird die Technik eingesetzt, was ist überhaupt das Ziel welches Problem soll gelöst werden, erreichen wir es effektiv letztlich, genauso wie auch
sind die Nachteile es letztlich auch wert, überhaupt diesen Einsatz zu gestalten? Also wir wissen aus der Diskussion, ja, es gab diese Versuche in Schulen in Frankreich, die entsprechend nicht positiv aufgenommen worden sind, insbesondere im Kontext von Minderjährigen. Und Frau Knaut, gibt es da Positionen auch zu von Reclaim Your Faith? Der Einsatz von Gesichtserkennungstechniken bei Minderjährigen. Also die haben, das ist sehr generell, was sie für einen Ansatz haben, aber sie führen das tatsächlich, also vor allen Dingen European Digital Rights macht das ja schon ein bisschen länger, die Bemühungen, Biometrie zu verbieten. Und da wird auch die Überwachung bei Minderjährigen, aber auch Überwachungsmaßnahmen im Rahmen der jetzigen Pandemie werden als Beispiel angeführt, warum sie sich dagegen wenden. Allerdings kenne ich jetzt in Deutschland ehrlich gesagt auch keine direkten Anwendungsfälle von Biometrie im Bildungsbereich. Das geht hier, also da sind die Leute, glaube ich, auch nicht mutig genug hier wegen der Datenschutzgesetzgebung. Das ist eher sowas, das hört man dann aus anderen Ländern mal. Allerdings finde ich es interessant, den Frankreich-Fall kannte ich jetzt gar nicht. Da würde ja auch die EU DSGVO greifen. Genau. Ja, dabei das Argument war auch die Sicherheit. Also da ging es darum zu kontrollieren, wer das Gebäude betritt. Also ich glaube, da leben wir hier oft in Gegenden, wo wir glauben, dass wir das nicht brauchen. Aber auf der anderen Seite im öffentlichen Raum kommen wir gleich noch zu, haben wir ganz andere Diskussionen und da sehen wir ja auch immer mehr Kameras an vielen Stellen. Es gab, glaube ich, vor ein paar Jahren diese Geschichte mit Essen, dass Kinder über biometrisches, ich weiß gar nicht, ob es die Fingerabdrücke waren, Schulessen bekommen konnten. Einfacher. Und da haben sich allerdings Elterninitiativen erfolgreich gewehrt. Ich würde gerne einen Schwenk machen zum Automobilsektor. Also erst nochmal im privaten Umfeld bleiben, was auf der einen Seite aber auch gleichzeitig verschiedene Dimensionen auch mit erfasst, weil das Automobil, wenn ich jetzt mir Bilder aus China angucke, da geht es um den Innenraum, um die Fahrer, um die Mitfahrer. Das ist sicher hier bei uns weniger von Relevanz, aber je schneller die Technik entwickelt wird und es fortschreitet in Richtung autonomes bzw. viel mehr teilautonomes Fahren, haben wir auch Kameras immer mehr, wenn man ein neues Auto fährt, die auch rundherum die Situation erfassen, überwachen. Herr Kirchbuchner, Sie nicken schon. Ja, also Gesichtserkennung, bitte. Die Systeme werden eingesetzt, also im Automobil, da haben wir die Kamera, die überwacht, ob der Fahrer müde wird und entsprechend eine Pause vorschlägt. Und wenn der Fahrer tatsächlich einschläft, wird auch das Auto zum Stillstand gebracht. Das ist ja eigentlich eine tolle Funktion, eine Sicherheitsfunktion, die wir hier nutzen können. Andere Anwendungsfälle sind die Identifizierung des Fahrers, um das Auto zu entsperren. Also dass ich hier über biometrische Merkmale sicherstellen kann, dass nicht das Kind den Schlüssel genommen hat und ins Auto steigt, sondern dass hier wirklich nur der zugelassene Fahrer das Fahrzeug bewegen kann. Also ich habe hier Sicherheitsfunktionen, die tatsächlich teilweise schon auf der Straße sind, teilweise eingebaut werden. Teilweise ist es aber auch noch Zukunftsmusik, da die Systeme zu schlecht funktionieren. Das Auto ist leider im freien Raum, eine Umgebung, die nicht sehr genormt ist und da versagen auch die technischen Systeme. Allerdings ist natürlich auch die Frage, brauche ich hier wirklich diesen biometrischen Ansatz? Muss ich hier das mit einer Gesichtserkennung realisieren oder kann ich das auch nicht ohne eine Kamera realisieren? Also ich kann eine Müdigkeitserkennung auch ohne Kamera auf meine Augen kann ich das auch erkennen über die Bewegung des Lenkrads, über das Kopfnicken, über einen Annäherungssensor einer Kopfstütze, ohne dass ich hier biometrische Daten erfasse. Also es gäbe Alternativen.
gäbe Alternativen bezogen auf den Innenraum und wie ist es mit dem Aspekt drumherum? Im Außenraum, da ist es schwierig. Also es gibt Alternativen, um eine Personenannäherung zu erkennen, aber um aktuell die vorhandene Straßeninfrastruktur zu erfassen, um Personen in der Umgebung zu erfassen, da ist die Kamera, ich sage jetzt Kamera im Allgemeinen, nicht nur im sichtbaren Lichtbereich, aktuell das beste Instrument, das wir haben. Das heißt, die Kamera kann noch nicht das Gesicht mitlesen oder könnte sie das? Oder sie könnte das und sie kann es auch. Also genau. Im Auto kann es es auch, im Außenbereich könnte sie es. Wir hatten für verschiedene Hersteller auch solche Systeme schon getestet und evaluiert. Im Außenbereich zur Fahreridentifikation, zum Entsperren vom Fahrzeug, da sind diese Systeme aber momentan noch nicht ausreichend gut genug, um in allen Umgebungsvariablen zu funktionieren. Das heißt, aber die Bestrebungen sind tatsächlich da. Aber das heißt, so in die Zukunft gedacht, gehe ich an einem Hightech-Auto vorbei und werde vielleicht auch erkannt. Oder vielleicht in dem Moment, wo ich es aus Versehen berühre. Genau. Wenn Sie Ihre Hand an den Türgriff nehmen oder mal einfach näher in das Auto hineinschauen wollen, weil Sie diesen tollen diese Luxuslimousine, diesen tollen Hybridmotor, diesen tollen Wasserstofffahrzeug einfach mal aus der Nähe sehen wollen und sich den Fahrzeug nähern, dann könnte es sein, dass sie erfasst werden. Aber hier kommen wir dann auch wieder in den rechtlichen Bereich, wenn der Außenraum gefilmt wird. Und dort denke ich, dass die Frau Knaut auch noch mehr dazu sagen kann. Frau Knaut? Ja, das ist, wäre dann so eine klassische Anwendung, wo eigentlich, also die verboten ist. Da muss die Gefilmte einwilligen. Und das ist natürlich schwierig. Also Sie werden kaum irgendwie so eine Einwilligungserklärung am Auto wegklicken können. Möglicherweise. Also ich sag's mal, auch die meisten klicken das ja auch weg. So und gucken überhaupt nicht, was sie da akzeptieren. Und das ist aber auch egal, weil sie haben, also wenn sie mal genau darauf achten, in haufenweise Vorgärten, an Läden, in kleinen Kiosken, eine Kameraüberwachung und das schert niemanden. Oder wer macht sich denn die Mühe, dann anzufangen mit seinem persönlichen allgemeinen Recht aufs Bild oder was auch immer? Das ist ja müßig. Weil jeder kann aus seinem alten Smartphone eine Überwachungskamera bauen und kann ganz einfach die Apps dafür runterladen. Also da bin ich inzwischen über die Jahre recht zynisch geworden. Und natürlich spielt sowas wie Vertrauen ja auch eine große Rolle. Also viele Menschen haben ein hohes Vertrauen darin, dass bestimmte Interaktionen nicht missbraucht werden. Haben vielleicht auch das Vertrauen, dass wenn mein beliebtester Späti-Besitzer nebenan eine Überwachungskamera nutzt, um sicherzugehen, dass ihn jemand überfällt, dann sagen sie sich, okay, der wird da schon nichts mit meinen Bildern machen. Wahrscheinlich speichert er das nicht mal ordentlich, weiß nicht, was weiß ich so. Okay, also eigentlich jetzt aufs Automobil bezogen, natürlich großer Unterschied, Innenraum, Außenraum. Wer den Innenraum nutzt, ist mit einverstanden oder kann die Technik ausschalten, wohingegen der zufällige Spaziergänger, wenn der jetzt noch mit erfasst würde, ohne es zu merken, ganz klar, da fehlt das Einverständnis. Ne? Ja. Der Bereich, den Sie gerade nannten, also der Shop, wir gehen in den Laden, wir sind daran gewöhnt, dass Kameras dort hängen. Herr Schmal erwähnte eingangs auch schon, wir bezahlen dann demnächst vielleicht nur noch mit unserem Gesicht. Also auch hier im Handel einfach vielfältige Einsatzmöglichkeiten von Gesichtserkennung auch hin zu ich stehe vor einem Regal und schaue begeistert und auch das wird vielleicht noch
miterkannt, meine Begeisterung für ein bestimmtes Produkt, und schon ertönt nochmal ein Jingle in unserer schönen neuen Welt, das mir vielleicht nochmal einen Preis dazu nennt, der auch noch etwas niedriger ist als sonst. Oder, also das heißt, dieses immer stärkere Individualisierung von Marketing auch hin selbst im Verkaufsraum könnte auch dadurch noch verstärkt werden. Das heißt, von Affekten hin, die erfasst werden, Emotionen, die erkennen, die auch mit erfasst werden. Also dieses Thema Emotionserkennung, was wir im Fahrzeug primär wird immer genannt, die Müdigkeit, also ein Sicherheitsaspekt, wohingegen, wenn wir jetzt in den Handel gehen, dann geht es nicht mehr um Sicherheit, sondern um Verkaufen. So, das heißt, ich weiß davon nichts und müsste jetzt Frau Knaut eigentlich am Eingang irgendwie darauf hingewiesen werden? Ja, müssten Sie. Was schlagen Sie vor? Warnschilder? Naja, man kennt das vielleicht ja aus Universitäten mindestens. Auch am Südkreuz war der Staat sehr bemüht, alle mit Bodenpostern und Seitenpostern und was weiß ich für Postern darauf aufmerksam zu machen, dass jetzt hier eine Kameraüberwachung stattfindet. Und an Universitäten, also zumindest an der Humboldt-Universität, ist es so, dass überall, wo Kameras eingesetzt werden, solche Schilder auch sind. Aber auch war damals sozusagen jetzt konkret an unserer Universität der Fall, das wurde eingeklagt von Studierenden. Also da wurde erst der Klageweg beschritten, bevor das überhaupt an allen Orten, wo das der Fall war, passiert ist. Und das finde ich eher die viel interessantere Frage, wer beschwert sich und warum? Also würden Sie zum Beispiel in so einem Geschäft da auf Konfrontation gehen wollen, wo sie überwacht werden? Das ist natürlich erstmal, also ganz wichtig, die Information. Weiß ich, dass das passiert? Und dann der zweite Schritt, wie wird damit umgegangen? Und ich würde gerne das Gespräch nochmal in Richtung Herr Wichung weitergeben. Sie sagten ja, wir müssen schauen, dass wir Manager unsere Profile sind. Was ist Ihr Ratschlag? Wie können wir das tun? Ja, was man tun soll, also man kann immer alles tun natürlich, und es ist immer schwierig, Ratschläge zu geben, weil die ja meistens immer nicht befolgt werden. Aber ich glaube, was man jetzt schön in der Diskussion sehen konnte, ist das, was ich versucht habe zu sagen, also es wird eben zu einer individuellen Wahlentscheidung. Geht man in dieses Geschäft, setzt man sich Risiken aus, schaltet man auch in einem Automobil diese Müdigkeitserkennung ein oder aus. Also sozusagen das Individuum wird für mehr und mehr Wahlentscheidungen gestellt, die es selber sozusagen für sich treffen muss. Muss eine eigene ökonomische Kalkulation machen, welche Risiken bin ich bereit einzugehen, welche Vorteile nehme ich in Kauf, welche Nachteile. Also das meinte ich auch mit, das Individuum muss zu so einem Manager seiner selbst werden. Und ein anderer Punkt, der auch angesprochen wurde, der auch interessant ist, dass, glaube ich, was wirklich neu ist und auch eine Erfahrung, die wir machen, und das, also für uns heute ist es relativ selbstverständlich, auch in die Rolle des Identifikators, also sozusagen der machtvollen Position zu gehen. Wir identifizieren auch andere Leute und uns selber problemlos heute im privaten Alltag. Also sei es über Smartphones, sei es über Kameras, überall identifizieren wir. Also wir sind nicht mehr nur, und ich glaube, das ist wirklich neu, wir sind nicht mehr nur passive Objekte in dieser Identifikation, sondern wir sind sozusagen, wir arbeiten selbst mit an dieser Identifikationskultur. Ich glaube, das ist auch noch wichtig. Also es gibt auch sozusagen eine neue Rollenzuschreibung für das einzelne Individuum. Das wäre weniger ein Ratschlag als eine Beobachtung. Herr Kirschbuchner, wenn Sie an dem Bereich Biometrie, Gesichtserkennung forschen, vielleicht auch
Trainieren, das Lernen der KI. Da habe ich auch die Meinung schon gelesen, dass wir vielleicht demnächst auch dafür entlohnt werden sollten, wenn wir Maschinen trainieren. Ist das auch, oder vielleicht auch in Ihrem Sinne, Herr Wichum, ein Aspekt des Managements meiner eigenen Daten? Momentan werden, glaube ich, schon viele Leute entlohnt, dass sie Maschinen trainieren. In Stuttgart gibt es eigentlich ein ganzes Heer von Studenten, die nichts anderes machen, als Systeme zu trainieren bei der Erkennung von Schildern auf der Autobahn, um die Fahrzeuge eines bekannten Herstellers zu verbessern. Also das Trainieren wird bezahlt, es ist eine Leistung, wird auch teilweise ausgelagert, aber ja, wir können uns auch für unsere Daten bezahlen lassen und wir tun es auch. Ich sage immer so, Apple- und Android-User, der Apple-User zahlt mit Euros und der Android-Nutzer zahlt mit seinen Daten. Überspitzt formuliert natürlich, aber wir zahlen mit unseren Daten, durch das, dass wir Daten nutzen, aber wir sollten hier auch den Spieß umdrehen. Und so wie wir jetzt mittlerweile auch Herr über die Daten sind, andere identifizieren können, also Biometrie ist nicht nur eine staatliche Überwachung, sondern der mündige Bürger setzt Biometrie ein, um andere zu identifizieren. Immer mehr Leute haben Überwachungskameras zu Hause, um vor Einbrechern geschützt zu sein oder zu wissen, wenn der Postbote klingelt. Also wir verursachen auch immer mehr Daten. Also werden wir auch zu dem Herrscher dieser Daten. Und warum sollten wir den Spieß nicht umdrehen und auch Geld dafür verlangen, dass jemand meine Daten haben kann? Genau, was ja auch wieder eine Ökonomisierung gewissermaßen diese immer mehr Lebensbereiche natürlich bedeutet, weil ich muss natürlich kalkulieren, ich muss wissen, was für einen Preis haben meine Daten. Wahrscheinlich haben sie bei Facebook einen höheren Preis, würde ich mal sagen, als bei kleineren Unternehmen. Oder so, da kann man sich wie so eine ganze Ökonomie, so eine Vermittlungsökonomie, so eine Ökonomie des Testens vorstellen, die sich da entwickelt. Frau Knaut, wir haben ja vorhin über den Supermarkt geredet, das ist der private Raum. Sie haben ein klares Statement gemacht, dass im öffentlichen Raum sollte Gesichtserkennung verboten werden. Auf europäischer Ebene ist da ja auch viel auf dem Wege. Und nichtsdestotrotz gibt es auch immer wieder diese Forderung, dass ja auch entsprechend in Städten, ja auf Landesebene entsprechend gehandelt werden muss. Wir haben jetzt gerade aktuell geht es nochmal um die neue Vereinbarung auch zum Bundespolizeigesetz. Also das Thema öffentlicher Raum und Gesichtserkennung ist ja bei uns in Deutschland oder auch im Sinne des mit einer langen Tradition habenden hessischen Datenschutzes durchaus in einem starken Bewusstsein und auch in einer deutlichen auf einem deutlichen Wege. Aber wo sehen Sie denn hier bei uns die Lücken? Ja, Sie haben ja da eigentlich jetzt ein ganz gutes Beispiel genannt mit den Landespolizeigesetzen. Da ließe sich natürlich ansetzen. Auf jeden Fall, ja. Ich überlege gerade, in welchen auf Landesebene könnte man sicherlich auch im Bildungsbereich bestimmte klare Entscheidungen treffen. Also alles, was sozusagen im Länderbereich geregelt werden kann. Und da vielleicht nochmal auf Herrn Wichum Bezug nehmend, also diese gesetzlichen Regelungen dann, wenn jetzt ein Landespolizeigesetz auch gar nicht auf solche Instrumente zurückgreifen würde explizit, dann wäre es natürlich aus diesem Privatmanagementbereich auch raus, ne? Wenn sich eine staatliche Institution entscheidet, wir verbieten das jetzt insgesamt, dann muss ich auch nicht mehr permanent überlegen, ob ich dem jetzt zustimme oder nicht, gerade mal in einem speziellen Falle. Aber eben im Privatbereich reicht, wie gesagt, eigentlich die Datenschutzgrundverordnung. Und da müssen die Länder jetzt nicht viel tun. Die könnten sozusagen auf Exekutivebene einfach mit guten Beispielen rangehen und sagen, sie kennzeichnen überall Überwachung.
Sie machen keine großen Pilottests von Überwachung auf öffentlichen Plätzen zum Beispiel. Danke. Ich schaue gerade mal in den Chat. Dort gibt es die Frage, ja, dass Menschen es einerseits praktisch finden, bei Lufthansa, Star Alliance jetzt auch mit Gesichtserkennung einzuchecken. Andere sind strikt dagegen. Nach welchen Regeln soll dies entschieden werden? Wer von Ihnen möchte darauf antworten? Ich finde, Frau Knaut hat es sehr gut ausgedrückt. Es wird einfach kommen. Und es wird leise eingeführt. Und wie Herr Heimer im Chat schreibt, manche Dinge gefallen einem und machen das Leben leichter. Und bisher ist es nur Apple, die Gesichtserkennung am Computer, am Handy als Vereinfachung einführt. Wenn die anderen es auch alle einführen und wir damit mit unserem Handy täglich so und so oft uns selber mit der Gesichtserkennung an unserem Handy anmelden und dann der Arbeitgeber das an der Tür einführt, dann wird das sowas stinknormales sein, wie ein Fingerabdruck, sodass wir wahrscheinlich dann es gar nicht mehr merken, wenn es überall eingeführt worden ist. Also vermutlich ist diese Handy-Einführung etwas, was die ganze Technologie richtig verbreiten wird durch den ganz normalen Nutzung im Alltag. Es ist dann nichts mehr Besonderes. Und das, denke ich, wird wahrscheinlich so kommen. Ich habe gerade einen Link rübergeschickt. Da ist eine Art Künstler in Berlin, der laute Projekte erfindet gegen Surveillance. Also was kann der Einzelne tun, damit er nicht identifiziert wird? Camouflage, Gesichter, Kleidung und so weiter und so weiter. Das sind jetzt kunstartige Projekte, aber dahinter ist natürlich die Bewegung dahinter ist natürlich interessant, dass sich Leute damit beschäftigen und ich denke, die Biometrie wird sich auf großer Bandbreite durchsetzen. Die Gesichtserkennung, was bei uns anders ist als zum Beispiel in England, ist, dass wir natürlich weniger Kameras im normalen Leben haben. Und wer gerne Krimis sieht, der merkt dann in manchen Ländern, selbst Krimis, die in Deutschland spielen, heißt dann immer, schalten Sie mal auf die Kamera hier hin und dorthin. Und du denkst, sind da wirklich welche, die einen identifizieren? Also in englischen Krimis schalten Sie mit den Kameras überall hin und in französischen, um zu sehen, ob an der und der Stelle, was die Überwachung dort sagte, oder ist da jemand, ist der Verdächtige an dieser Stelle gewesen und Ähnliches. Das ist bei uns noch nicht so, wird aber vielleicht noch mehr davon kommen. Und Herr Heimer schreibt gerade, Briefwahlprobleme in den USA wegen der fehlenden Melderegister. Ja, wir könnten es also auch bei Biometrie bestimmen. Das ist, Herr Heimer könnte sich auch sein Mikro anschalten und hier mitreden. Ich bin da ein bisschen pessimistisch. Also ich würde gerne, ja genau, wir haben Fragen auf verschiedenen Kanälen. Ich würde gerne gerade auch nochmal hier etwas aufgreifen. Und zwar, wir haben einmal die Frage, wir haben rechtliche Fragen, wir haben Diskriminierungsfragen. Ich glaube, rechtliche hatten wir schon ein paar, deswegen würde ich gerne mal zu dem Thema Diskriminierung gerade überleiten. Der Einsatz von biometrischen Technologien nimmt zu, obwohl sich in ihrer Anwendung immer wieder diskriminierende Tendenzen zeigen. Das ist etwas, wo vorhin auch schon drauf hingewiesen wurde. Ich würde es aber gern nochmal an Herrn Kirchbuchner auch geben. Sehen Sie, dass da bald Fortschritt in Anführungsstrichen zu erwarten ist? Also
die Kritik ist ja immer, dass die einfach noch nicht genau genug sind, die Systeme. Wohin gehen können? Also man muss hier noch ein bisschen unterscheiden. Es gibt Systeme wie bei der Passkontrolle, wo natürlich der Benutzer das System unterstützt. Er wird nicht wider seinen Willen irgendwo gefilmt, von der Seite, von oben, aus irgendwelchen unbekannten Blickwinkeln, bei unbekannten Lichtverhältnissen. Also in der Grenzkontrolle funktionieren alle Systeme gut, sind ausreichend gut, sind auch ausreichend sicher. Darum werden sie auch eingesetzt. Und sie sind sicherer als die manuelle Grenzüberwachung. Aber, und da kommt jetzt der Punkt Diskriminierung, es stimmt, die meisten Systeme sind trainiert anhand von kaukasischen weißen Männern und funktionieren entsprechend schlecht bei afrikanischstämmigen Frauen. Das ist einmal dem geschuldet, dass wirklich die Systeme entwickelt werden im universitären Kontext mit Bilddatenbanken initial, die an den einzelnen Instituten erstellt wurden. Später auch die weitere Entwicklung bei den Firmen oder auch die Datenbanken erstellt wurden in diesen Regionen. Mittlerweile gibt es auch Bilddatenbanken, oder was heißt auch Bilddaten, mittlerweile wird das Angebot der Trainingsdaten auch vielfältiger, sodass man sie besser auch für die einzelnen Ethnien trainieren kann. Das eine sind ja die Datenbanken, also das Basismaterial, und wie sieht es aus mit Methoden, die verwendet werden können, um auch grundsätzlich vielleicht die Ungenauigkeiten der Gesichtserkennung zu reduzieren? Genau. Also das ist die zweite Frage eben, welche Methode verwende ich, wenn ich jetzt die Gesichtserkennung verwende? Der Haaransatz, bei mir ist ein bisschen weiter hinten, ist zum Beispiel ein Punkt, den man Identifizierung gut vorantreiben kann, aber das ist natürlich sehr ethnisch spezifisch. Der europäische Haaransatz ist anders wie bei dunkelhäutigen Personen etc. Drum funktionieren manche Systeme nicht so gut. Während eine Gesichtserkennung nicht so gut funktioniert, können aber bei diesen Personen eine Fingerabdruckerkennung wieder gut funktionieren. Deswegen ist es natürlich möglich, die Systeme zu fusionieren oder komplett zu ersetzen. Fusionieren, das macht man jetzt auch bei den Grenzkontrollen. Man hat ja den Fingerabdruck, der wurde ja jetzt auch im Personalausweis zur Pflicht. In den Reisepässen ist er auch vorgesehen. Wir sind ja auch hier in der Standardisierung dieser Reisedokumente mit involviert. Und da war es bisher so, dass der Fingerabdruck früher freiwillig war. Dann gab es einen Finger. Mittlerweile hat man wirklich die Fingerabdrücke vollständig auch im Reisepass als Ergänzung zum Gesichtsbild, um hier die Systeme dann zu verbessern und auch Alternativen in der Kontrolle zu haben. In der Überwachung, wie ich sie jetzt am Südkreuz habe, da habe ich natürlich nicht die Möglichkeit, den Fingerabdruck abzunehmen, wenn größere Personenmengen sich im Raum bewegen. Da bin ich auf die Gesichtserkennung angewiesen. Man kann das vielleicht noch ein bisschen technisch optimieren durch Verhaltens- und Gangsysteme, aber generell sind die Systeme, wenn sie nicht vom zu identifizierenden Individuum unterstützt werden, äußerst schlecht. Und man sieht eben gerade in den USA bei den Verhaftungen auf der Straße von dunkelhäutigen Personen, dass es hier oft zu einer Fehleinschätzung kommt. Und deswegen sollten in diesem Bereich dann auch die Systeme so in dieser Form nicht eingesetzt werden. Dankeschön. Mit Blick auf die Zeit haben wir gerade 2 Minuten für eine Abschlussrunde. Wie kann die Gesellschaft von Gesichtserkennung profitieren und gleichzeitig Privatheit schützen? Ich würde Sie gerne um ein solches Abschlussstatement bitten. Wer mag beginnen? Ich könnte beginnen, vielleicht. Also das ist natürlich eine große Frage. Aber was ich jetzt in der Diskussion heute ein bisschen gelernt habe oder was vielleicht wichtig ist zu verstehen, ist, dass biometrische Verfahren sind keine objektiven Technologien, die mal besser und mal schlechter, glaube ich, eingesetzt werden, sondern in den grundlegenden Verfahren einer Identifikation einer Person sind schon bestimmte kulturelle Annahmen eingeschrieben.
Und die fallen uns dann natürlich auf, wenn wir sozusagen die Technik auf die Gesamtgesellschaft ausbreiten und dann einen weiten Range haben an Leuten, die wir identifizieren. Aber ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, weswegen ich vielleicht Frau Knauer zustimmen würde, dass man oft eher auf die Verbotsschiene gehen sollte. Weil ich glaube, es gibt keine technisch perfekte Lösung, weil das würde bedeuten, alle Leute mit allen möglichen Abweichungen, in allen möglichen Umgebungen zu identifizieren, was so eine Art Super-Test-Datenbank bedeuten würde. Und ich glaube, das möchte niemand. Und ich glaube auch, dass unser liberaler Rechtsstaat und mit all den Verordnungen und dem Datenschutz so eine engagierte Zivilgesellschaft ein wichtiger Akteur ist, der, glaube ich, sozusagen auch immer mit in unsere Diskussion und in die Situationsbewertung einbezogen werden muss, weil es sind eben viele aktive Leute, es gibt Künstler, die sich dagegen sozusagen positionieren, die Methoden erfinden und die, glaube ich, zeigen, dass Identifikation ist kein technisch neutraler Vorgang. Das wäre mein Statement. Danke. Frau Knaut? Ja, ich ringe nach einem Abschlussstatement. Ich habe doch schon so ein schönes zum Schluss gehabt. Ja, ich denke, also so spannend Biometrie als wissenschaftliches Thema ist. Ne? Also man braucht eigentlich diese ganzen, das was Herr Wichum jetzt gesagt hat, man braucht die ganzen Testszenarien, um Biometrie zu verbessern, schlage ich aber in die gleiche Kerbe. Also der Diskurs muss weitergehen und auch heftig geführt werden. Und ich denke auch, die Forderung nach Verboten von Massenüberwachung, Einsatz von Biometrie als Massenüberwachungsinstrument sind richtig. Und was wir hier gar nicht angesprochen haben, sind auch die Fragen, in welchen Szenarien sind die Erkennungsleistungen eigentlich qua Regeln der Stochastik sind, also nicht zielführend, aber das haben wir hier nicht angesprochen, aber es gibt einfach so niedrige Erkennungsraten, dass ich in bestimmten Szenarien, also egal wie leistungsfähig, meine ich, die Systeme sind, ich trotzdem nicht genügend richtige treffe damit, sondern auch noch zu viele falsche. Aber das kommt ganz aufs Szenario an, also prinzipiell Verbot ist wichtig für einen Diskurs und ist auch wichtig für eine rechtsstaatliche Demokratie. Dankeschön. Herr Kirschbuchner, das letzte Wort. Naja, also ich sehe es auch kritisch, Massenüberwachungstechnologien hier bei uns einzusetzen. Sie sind nicht ausgereift genug, auch wenn sie weit entwickelt sind, muss eigentlich immer der Mensch die Hoheit über diese Systeme halten. Und wenn Systeme eingesetzt werden, um Behörden zu unterstützen, dann mag das sinnvoll sein, aber wir dürfen uns nicht blind auf diese Technologien verlassen. Dass wir uns darauf nicht blind verlassen, da habe ich auch Vertrauen, zumindest jetzt hier in die deutsche Gesellschaft. Hier sind eigentlich die Bürger engagiert und motiviert, hier auch aufzustehen. Und das ist eigentlich eine Gesellschaft, die diese Systeme auch brauchen. Wir dürfen uns einfach nicht zurücklehnen und blind darauf verlassen. Herzlichen Dank erstmal an Sie, dass Sie die Zeit genommen haben und diesen wertvollen Input hier gegeben haben. Herzlichen Dank an die Teilnehmer dieser Veranstaltung. Ich hoffe, dass wir Aspekte nochmal hier auch in der Diskussion aufgreifen konnten, vielleicht auch ein bisschen sortieren konnten. Also die wichtige Unterscheidung zwischen Verifikation, Identifikation bei der Gesichtserkennung, das Ganze mit Einverständnis, ohne Einverständnis. Und schon haben wir so etwas wie eine Matrix vor uns, in der wir uns vielleicht auch dann mit den verschiedenen Fällen orientieren können und klarer Appell, der immer wieder durchschwang, war ja, ja verantwortlich zu sein über das, ja inwiefern sind wir einverstanden, inwiefern möchten wir mitgehen oder nicht. Und im öffentlichen Raum ein Plädoyer für Verbote, um vielleicht auch damit die Situation zu minimieren, aber gleichzeitig scheint es ja auch nicht aufzuhalten zu sein. Herzlichen Dank an alle. Ich hoffe, wir können Sie demnächst wieder zu einer unserer Veranstaltungen begrüßen. Es wird weitergehen im März. Thema, Titel wird noch bekannt gegeben, aber im Grunde genommen war ein
Thema ja auch heute beim Thema Gesichtserkennung. Wie verhalten wir uns als Demokratie dazu? Und ich kann zumindest so viel verraten, wie dass Demokratie und Dialog auch im Rahmen einer Ausstellung im Moment vorbereitet wird. Und sofern die Museen wieder offen sind, wovon wir ja alle irgendwie mal ausgehen im Verlauf von 2021, wäre es natürlich auch ganz toll, Sie vor Ort im Deutschen Architekturmuseum dann begrüßen zu können und ja, vielleicht auf anderer Ebene weiter zu diskutieren. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank.